Herzlich willkommen zu unserer vierten Vorlesung von Programmiersprachen und Übersetzer. Und die gleichen Kommentare wie bisher immer, wenn Sie Rückfragen haben, stellen Sie die im Chat oder im Mumble-Chat. Und ansonsten, ja, hat das mit dem Chat ja die ganze Zeit relativ gut funktioniert. Die Vorlesung wird aufgezeichnet und Sie können sie später im Stutterpi anschauen. Gut, heute wollen wir uns damit beschäftigen, mit dem Konzept von Namen in Programmiersprachen. Und das klingt jetzt erstmal wie so ein ganz sehr generelles Thema, aber das ist was ganz Spezielles in Programmiersprachen. Das ist was sehr Spezifisches. Und dieses Thema von Namen, das ordnet sich ein in den Kanon der Programmiersprachenkonzepte. Also in dem Teil, wo wir von oben auf die Programmiersprache draufschauen und uns überlegen, was können so Programmiersprachen denn bieten? Und diese Namen, die sind grundlegend für das Programmverständnis. Denn so Namen sind dafür da, dass sie Querverbindungen im abstrakten Syntaxbaum herstellen und Querverbindungen zwischen Knoten, die weit voneinander entfernt sind, und wir entlang dieser Kanten Informationen transportieren können. Ja, also zum Beispiel sowas wie Typinformationen. Und Namen sind auch deswegen wichtig, weil wenn man verstanden, also nur mit den Mechanismen der Namensauflösung kann das informatische Grundprinzip von Information Hiding implementiert werden. Und deswegen werden wir uns heute mit dem Konzept von Namen beschäftigen und nächste Woche im Zusammenhang von Typen und Namen werden wir uns die semantische Analyse anschauen, wo wir das Programm, was wir so geparst haben, darauf prüfen, ob alle Namen da sind. Wir werden diese Querverbindungen etablieren und dann die Typen checken. Das ist das, was wir nächste Woche machen. Heute, wie gesagt, beschäftigen wir uns nur mit den Namen. Und ich will damit anfangen, dass ich mal so ein Beispiel zeige. Und dieses Beispiel ist in Anführungszeichen schon mal ein motivierendes Beispiel, weil es ein größeres C++ Code-Konstrukt zeigt und das erstmal sehr übersichtlich ist. Aber das soll ja auch gar nicht darum gehen, dass Sie verstehen, was hier an Code da ist oder was das tut, sondern es geht darum, wo sind hier überall Namen in diesem Stück Code. Ja? Und es wird in diesem Stück Code nämlich überall ein Name deklariert oder referenziert. Jetzt schauen wir uns erstmal an, wo werden die Namen denn deklariert. Ja? Und da sehen wir schon, es sind hier relativ viele Namen, die eingefügt werden, wo neue Namen angezeigt werden. Zum Beispiel hier werden Variablen deklariert, hier haben wir so Funktionen, die einen Namen bekommen. Und die Deklaration von Namen, das ist immer, wenn ein neuer Name eingeführt wird. Und der kann dann an einer anderen Stelle referenziert werden. Und wir sehen dann, es gibt ganz viele Stellen in diesem Programm, wo diese Namen dann referenziert werden, wo quasi Bezug genommen wird auf diese deklarierten Namen. Das heißt, wir haben hier Deklarationsstellen, wir haben Referenzierungsstellen und die müssen irgendwie in der Namensauflösung miteinander verbunden werden. Wir sehen jetzt auch so vom Verhältnis her, wenn wir uns jetzt mal die Namensdeklaration und Referenzen wegdenken würden, dann bleibt da gar nicht mehr so wahnsinnig viel von dem Programm übrig. Dann haben wir hauptsächlich noch ein paar Keywords und so geschweifte Klammern, die irgendwie vielleicht auch was mit Namen zu tun haben. Da kommen wir aber heute noch zu. Und ich hatte bereits gesagt, die Namensauflösung, die verbindet eine Namensreferenz mit einem Objekt. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wir haben jetzt hier in dieser Funktion, ich versuche das mal hier mit meinem, hier in dieser Funktion haben wir eine Variable. Okay, das mit dem Malen ist eher so wenig hilfreich. Haben wir hier eine Namensreferenz Y in diesen Funktionen. Und sehen wir erstmal, naja, in dieser Funktion, da gibt es gar keine lokale Deklaration von diesem Namen. Das heißt, der Compiler wird für diese Funktion, die eine Member-Funktion der Klasse C ist, nachschauen, ist dieses Y vielleicht woanders deklariert? So, und dann geht es als erstes hin und schaut nach, ah, in der Klasse C, da ist diese Funktion hier definiert, also könnte der Name von dort kommen. So. Dann schauen wir bei der Namensauflösung hier in der Klasse C nach und schauen, ist hier vielleicht der Name Y deklariert innerhalb der Klasse C? Aber nee, da ist er auch nicht direkt. Aber wir sehen auch hier die Klasse, die erbt von einer anderen Klasse, nämlich von der Klasse B hier, die in dem Namensraum A ist. Das heißt, wir folgen zuerst dem Namensraum, ohne dass wir zurückgehen. So, dem Namensraum.
Hier diesem Namensraum und innerhalb des Namensraums ist die Klasse B und in der Klasse B ist dann tatsächlich unser Name deklariert. Das heißt, wir haben jetzt dadurch, dass wir die Namensauflösung hier mal so manuell durchgespielt haben, haben wir gesehen, hier diese Namensreferenz, die ist verbunden mit einer Namensdeklaration, die an einer ganz anderen Stelle in dem Programm vorkommt. Und diese Verbindung, die können wir verwenden, um Informationen von der Deklarationsstelle hier hinten zu der Verwendungsstelle zu transportieren. So. Und was könnten das für Informationen sein, die quer zu diesen Verbindungen gehen? Naja, das Offensichtlichste ist sowas wie Typinformation. Wir wollen zum Beispiel wissen, dieses Y, von welchem Datentyp ist es? Damit wir schauen können, kann ich die Operation plus zum Beispiel drauf ausführen oder darf ich die zurückgeben? Aber es sind auch so Informationen wie, naja, wie könnte ich die Speicheradresse von diesem Y ausrechnen? Ja, in dem Fall ist es, die Adresse von dem Y ist relativ zu dem This-Pointer von dem Objekt, wo wir gerade sind, also in der Funktion, zeigt der This-Pointer auf das aktuelle Objekt. Und die Adresse von dem Y ist dann ein Offset von 4, weil es eben das zweite Element hier in dieser Klasse B ist. Und all diese Informationen laufen entlang dieser geschaffenen Stelle. Ja, so. Und jetzt wollen wir zunächst mal hergehen, nachdem wir dieses motivierende Beispiel gesehen haben, und uns überlegen, was haben wir denn für Grundbegriffe? Und die ersten zwei Grundbegriffe, die wir haben, sind Namen und Namensauflösung. Und bei Namens- und Namensauflösung müssen wir uns erstmal überlegen, so ein Name, was ist das überhaupt? Name ist ein symbolischer und eine statische Referenz im Programmcode, die auf ein anderes Element in dem gleichen Programm zeigt. Und am Ende des Tages sollen diese Namen häufig auf Objekte im Speicher stehen. Ja? Also anstatt, dass wir die Speicheradresse hier so blank hinschreiben und sagen, ja, wir meinen das Objekt an der Speicherstelle 0x1000, können wir einen symbolischen Namen verwenden. Dieser symbolische Name ist hier dieses OBJ, dieses Object. Oder wir wollen hier diese Variable x, die innerhalb dieses Objects drin ist, die könnten wir direkt ansprechen mit der Adresse 0x1004, aber das ist ja doch ziemlich unpraktisch. Ja, also man möchte nicht die ganze Zeit so Konstanten in seinen Code reinschreiben. Und deswegen haben wir hier die Möglichkeit, in Programmiersprachen diesen symbolischen Namen OBJ x einzustellen und damit genau diese Speicherstelle zu meinen. Und der Compiler und die Laufzeitumgebung kümmern sich darum, dass wir genau diese Speicherstelle meinen. Deswegen ist es eine symbolische. Und statisch ist es deswegen, weil wir diese Zeichenketten hier, die tun wir nicht dynamisch ausrechnen, sondern das sind Bezeichner, die wir als Identifier in den Code reinschreiben. Also die haben wir nicht dynamisch ausgerechnet, sondern die stehen wirklich so im Code drin. Die entstehen nicht erst zur Laufzeit. So, wofür sind diese Namen denn eigentlich so gut? Also wir haben jetzt schon viel darüber geredet, dass die für die Abstraktion gut sind. Ja, also die ersetzen die Verwendung von konkreten Speicheradressen. Aber die sind auch deswegen gut, weil das eine Form der Dokumentation ist. Wenn Sie zusammen mit Leuten Code schreiben oder auch später den Code nochmal lesen wollen, dann lohnt es sich, dass sie ihre Namen irgendwie sprechend wählen. Ja? Dem Compiler ist es völlig egal, wie sie ihre Variable benennen. Der macht das alles weg. Aber wenn jemand anders diesen Code nochmal lesen will oder ein Code-Review durchführen soll, dann sollte dieser Name irgendwie sprechend sein. Und deswegen haben wir die Möglichkeit, da beliebige Namen zu wählen, wenn wir programmieren. Und naja, das Dritte, was wir auch schon gesagt hatten, Namen sind dafür da, Querverbindungen zwischen Deklaration und Referenz im Programmcode zu benennen. So, was ist dann die Namensauflösung? So, ganz grundlegend ist die Namensauflösung, wir haben eine Namensreferenz und wir wollen das dazu passende Objekt finden. Das dazu passende Objekt heißt, wir wollen die Adresse ausrechnen, wo liegt dieses Objekt im Speicher, um dann damit irgendwie aus dem Speicher zu lesen, in den Speicher zu schreiben, was auch immer man damit macht. Und wir können diese Namensauflösung teilweise schon im Übersetzer machen. Ja, wir finden die Deklaration, ist ein Teil dieser Namensauflösung, aber das tatsächliche Berechnen von der Adresse, das kann teilweise erst später zur Laufzeit passieren. Das werden wir uns auch noch genauer anschauen, diese Unterscheidung. Wann kann ich denn überhaupt diese Adressauflösung, diese Namensauflösung vollständig machen?
Ich hatte schon gesagt, dass die Namensauflösung ein essentieller Teil der semantischen Analyse ist, ja, wo wir Typen checken werden, nächste Vorlesung, und Namen auflösen werden, um zu sagen, naja, du hast hier diese wunderschöne Variable verwendet, aber noch besser wäre es, wenn du sie auch irgendwo deklariert hättest, wenn du sie irgendwo dem Compiler bekannt gemacht hättest. Das ist, was eine Namensdeklaration ist. Genau. Und bei der Namensauflösung, da verwenden wir sowohl statische Bezeichner als auch teilweise dynamische Informationen, die erst zur Laufzeit stattfinden. Das werden wir heute auch sehen, Situationen, wo das auftritt. Genau. Dann wollen wir, genau, das gehört auch noch dazu. Im Übersetzer suchen wir häufig nur die Deklarationsstelle des Namens und nicht das tatsächliche Objekt. Das heißt, für den Anfang werden wir erstmal so tun, als wäre die Deklarationsstelle das Objekt, was wir finden wollen würden. Und diesen letzten Schritt zur Adresse, das machen wir dann später. Also auch noch heute. So, zwei, drei weitere Grundbegriffe, die wir in unserem Namenskapitel haben werden, das ist einmal Deklaration, Definition und Namensraum. So, und das erste, was wir haben wollen, ist eine Deklaration. Was ist das überhaupt? Und das ist ein Knoten im Ast, kann die Eigenschaft haben, dass er eine Deklaration hat, wenn er diesem Knoten irgendwie einen Namen gibt. Ja? Also wenn er den unter einem Namen beim Compiler bekannt macht und sagt, ah, hier, dieser Astknoten, der hat jetzt den Identifier Object oder Foo. Wenn wir uns hier oben dieses Beispiel ansehen, dann haben wir hier so ein ganz kleines Stück Code und hier drüben den Ast dazu. Ja, sehr vereinfacht. Wir haben hier eine Funktionsdeklaration, ja, ist gleichzeitig auch eine Funktionsdefinition, da kommen wir gleich dazu. Und der macht den Namen Foo bekannt. Und innerhalb dieses Namens Foo gibt es dann eine Variablen-Deklaration, die den Namen A bekannt macht, die den Namen B bekannt macht, hier eine zweite. Und wir haben eine Referenz, die auf diesen ersten Knoten referenziert. So, und später wollen wir, dass von hier nach hier eine Kante gezogen wird bei der Namensauflösung. Und es gibt alle möglichen Sorten von Objekten in so einer Programmiersprache, die neue Namen einführen können. Das ist quasi so ein Seiteneffekt von manchen Knotentypen. Die haben einfach Namen. Viele Sachen können Deklarationen sein. Zusätzlich gibt es noch das erweiterte Konzept der Definition. Das ist, jede Definition ist auch eine Deklaration. Und Definition, da wird das Objekt, was hinter dieser Deklaration hängt, gleich mit allokiert. Wie zum Beispiel bei einer Variablen Definition. Da tut man nicht nur den Namen beim Compiler bekannt machen, sondern wenn es eine globale Variable ist, legt man auch gleich diesen Speicher für die globale Variable mit an. Aber das braucht man nicht immer. Besonders wichtig ist es bei Programmiersprachen, wo man eine separate Übersetzung hat, weil man dann in einer Übersetzungseinheit den Namen definiert und in allen anderen Übersetzungseinheiten kann man ihn nur noch deklarieren, weil nur noch an einer Stelle kann man ihn allokieren, dass es ihn wirklich gibt, dass wir den Speicher dafür irgendwie bereitstellen. Und alle anderen Übersetzungseinheiten müssen dann sagen, ah, den Namen gibt's, aber der kommt von irgendwo anders und nimm einfach an, den gibt es. So, und das Dritte, was wir haben können, ist der Namensraum. Und Namensraum ist hauptsächlich ein Container für deklarierte Namen. Und diese Namensräume, die sind dafür da, dass wir die Sichtbarkeit von Namen beschränken können und die sind dafür da, dass man die auch noch ineinander schachteln kann. Das heißt, in einem Namensraum können auch weitere Namensräume drin sein. Und um das Ganze jetzt in dieser Vorlesung ein bisschen plastischer zu machen, ja, gehen wir her und wir nehmen eine ganz einfache Mini-Programmiersprache, also die nur die Eigenschaft hat, dass sie Namensauflösung kann. Die ist nicht dafür da, dass man damit rechnet, sondern die ist nur dafür da, Ihnen zu zeigen, was die Mechanismen der Namensauflösung ist und genau auf diesen Aspekt von Programmiersprachen drauf zu gucken. Und diese Minisprache, die sieht so aus, dass wir hier mehrere syntaktische Elemente haben. Wir haben die geschweiften Klammern, die auf und zugehen. Und innerhalb von geschweiften Klammern ist ein Namensraum. Das heißt, jede öffnende geschweifte Klammer öffnet einen Namensraum, jede schließende geschweifte Klammer schließt einen Namensraum. Wir haben weiterhin die Möglichkeit, dass wir hier Deklarationen machen mit dem Let-Keyword. Da sagen wir Let und dann einen Namen, den wir deklarieren können. Da könnte jetzt noch eine Definition dahinter sein, aber das lassen wir für unsere Namensüberlegungen weg. Und wir haben die Möglichkeiten, Namen zu referenzieren, indem wir die einfach hinschreiben, indem wir einfach sagen, A, genau, A, ich möchte den Namen A referenzieren. So. Und mit diesen einfachen Sprachelementen kann man sich schon überlegen, wie eigentlich die Mechanismen der Namensauflösung funktionieren. Das werden wir heute genauer tun.
Für den Rest der Vorlesung werden wir diesen Teil der Definition auch ausblenden. Wir werden uns damit nicht beschäftigen. Es geht nur darum, dass wir die Deklarationen finden, die irgendwie wichtig sind zu einer Referenz und dann später vielleicht noch Adressen ausrechnen. Aber dass wir noch diese Definition haben, wo auch Speicher angefordert wird, das machen wir heute nicht. Wir wollen nur deklarierte Namen finden. Und das Erste, mit dem wir uns beschäftigen wollen, das ist die statische Namensauflösung. Und statische Namensauflösung bedeutet, dass wir den Namen vollständig im Übersetzer auflösen können, dass wir keine weiteren Laufzeitinformationen brauchen, sondern dass wir einfach hergehen können und im Übersetzer schon wissen, welches Objekt gemeint ist oder welche Variable gemeint ist, also welche Speicherstelle. So. Und da haben wir jetzt mehrere Mechanismen, wie diese statische Namensauflösung funktionieren kann. Oder wie die zum Erfolg kommen kann. Und das Erste, was wir haben, ist die implizite Namensauflösung. Da haben wir genau diese Sprache, die wir jetzt gerade definiert haben, mit den Lets und den As. Und die funktioniert so, dass wir erstmal sagen, naja, wenn wir eine Namensreferenz haben, dann wäre es voll gut, wenn dieser Name auch deklariert wäre. Ja, am besten vorher. Also wir sagen, es gibt so die Regel der Declaration before use. Und hier bei dieser A-Referenz ist es so, naja, hier dieses Let, das passiert tatsächlich davor. Und deswegen funktioniert das so. Und was wir machen ist, wenn wir suchen die Deklaration in einem umgebenden Namensraum. Ja, und deswegen führt es hier unten auch ein Fehler hier, weil hier unten, wenn wir hier diese Namensräume nach oben gehen, hier gibt es zwar einen Namen B, aber Name B ist ja jetzt nicht das A, was wir suchen. Da gibt es keinen, in dem Namensraum gibt es keinen und hier gibt es auch keinen, weil das hier ist in einem anderen Namensraum, der schon wieder zu ist. So. Teilweise ist es in Programmiersprachen so, dass die Reihenfolge von Definition und Referenz innerhalb eines Namensraums egal ist. Ja. Das heißt, man kann in manchen Programmiersprachen eine Variable verwenden, bevor man sie deklariert hat. Das sieht dann manchmal verwirrend aus, aber ja, manche meinen, das wäre gut. Ja, also ich finde schon, das sollte wenigstens vorher deklariert werden, bevor man es verwendet. So. Und die Art und Weise, wie wir jetzt die dazu passende Deklaration finden, wenn es mehr als eine gibt, ist, dass wir die Closest Nested Scope Rule anwenden. Das ist ein Begriff, der wird noch ganz häufig jetzt auftreten in der Vorlesung. Wir gehen nämlich, wenn wir einen Namen auflösen wollen, von der Stelle, referenziert wird, gehen wir, um ihn zu finden, von innen nach außen und wir nehmen die erste Stelle, wo der Name übereinstimmt. Wenn wir jetzt also hier von innen nach außen gehen, dann sehen wir in diesem Namensraum, da gibt es so einen Namen nicht. Ja. Hier gibt es nur einen Namen B, das heißt, wir müssen hier noch weiter nach außen gucken und hier gibt es dann den Namen A, das heißt, wir können die Namensauflösung so machen, dass A zu dieser Deklaration hier auflöst. Das, was ich vorhin gesagt hatte, hier mit der Reihenfolge ist egal, das würde dann so aussehen, dass zuerst die Referenz kommt, die auf eine Deklaration zeigt, die danach kommt, aber das ist wirklich nicht schön, wenn Ihre Programmiersprache das unterstützt. So, und mit dieser Closest Nesting Scope Rule können wir schon einige Sachen verstehen, die in manchen Programmiersprachen so ein bisschen überraschend sind. Nämlich, was passiert eigentlich, wenn das hier jetzt nicht ein Let A ist, sondern auch nicht ein Let B, sondern auch ein Let A? Ja, weil wir haben ja hier die Regel, wir gehen von innen nach außen, aber wir nehmen die erste. Ja? Wir nehmen immer die erste. Und was ist es, wenn es jetzt hier mehrere davon gibt? Und dann sagt diese Regel, ja, wir nehmen die innerste. Das heißt, hier sehen wir, dass Deklarationen verdeckt werden können. Wenn wir jetzt so zwei geschachtelte Namensräume ineinander haben und wir tun im Inneren den Namen deklarieren und im Äußeren gibt es den auch, dann ist der äußere Name, der ist noch existent. Wir sind ja immer noch in diesem Namensraum, aber man sagt, der ist nicht sichtbar, weil er von dem anderen verdeckt ist. Und am Ende von diesem inneren Namensraum, ja, so, also wenn wir hier an der Stelle sind, dann ist dieser Name hier oben auch wieder sichtbar. Das sehen wir jetzt in der
in der nächsten Animation. Wir haben hier unten jetzt einen weiteren Namen A, weil aber hier dieser Namensraum schon abgeschlossen ist, wo das innere A drin ist, referenziert dieses A dann wieder auf dieses Let A. Und auf die Art und Weise kann man verstehen, wie in Programmiersprachen, wenn man so mehrere Deklarationen, also wenn man zum Beispiel in C in einem If-Block eine lokale Variable deklariert, dann gilt die nur für diesen If-Block. Das ist genau das, was hier aus dieser Closest Nested Scope Rule folgt, dass wir da Namen verdecken können. So, das ist so das, die Brot- und Butter-Namensauflösungsregel. Das ist das, was wir meistens haben. Also meistens arbeiten wir mit lokalen Variablen und die sind im gleichen Scope definiert, wie was wir eigentlich wollen oder irgendwie einen Scope weiter draußen. Aber manchmal reicht es auch nicht, weil mit dieser Closest Nested Scope Rule kann man immer nur Referenzen entlang des Asts von unten nach oben machen, ja, beziehungsweise von innen nach außen. Man kann jetzt nicht hergehen und sagen, da hinten, wo ich zwar, also was ganz weit quer zum Baum ist, ich kenne den Namen davon, aber ich möchte es irgendwie referenzieren. Das geht aber mit dieser Regel nicht. Das heißt, wir brauchen hier noch irgendwie eine Erweiterung von unserem Namensraumskonzept, weil, also was wir haben wollen, ist, dass wir hier so einen Namen in einem geschlossenen Namensraum haben. Wir wollen jetzt irgendwie in diesen Namensraum hineingreifen, um diesen Namen zu referenzieren, der da drin ist. Ja? Das ist, wo wir hinwollen. Das ist unsere Intention. Wir wollen hier auch von diesem anderen Namensraum, der so ganz, ganz weit weg ist, wollen wir auch auf den Namen zugreifen und zum Beispiel den Typen wissen wollen von dieser Namensdeklaration, weil das zum Beispiel eine lokale Variable ist oder eine Funktionsdeklaration, whatever. Ja, Namen gibt es an vielen Stellen, aber momentan nicht erreichbar. Was wir deswegen machen, ist, wir erweitern unsere Namensraumsprache um das Konzept von explizit benannten Namensräumen. Das heißt, wir gehen her und sagen, wir geben diesem Namensraum, wo das drinnen ist, dieser Name, selbst einen Namen und machen den eins weiter draußen bekannt. Ja, das heißt, wir haben hier ein weiteres Let und dieses Let fängt jetzt diesen Namensraum ein und innerhalb dieses Namensraums ist dann das A definiert. Und was wir dann machen, ist, wir fügen eine Syntax ein, um in so einen Namensraum reinzugucken. Wir haben hier die Situation, wir können hier M hinschreiben und das löst auf. Ja, also M können wir den Namen auflösen, weil M ist ja im gleichen Namensraum deklariert. Das ist dieser Namensraum. So, und jetzt wollen wir hineingreifen. Dafür verwenden wir dieses Doppelpunkt-Doppelpunkt-Operator. Den hab ich mir jetzt so ausgesucht. Manche Sprachen machen da auch einen Punkt oder Gott weiß, welche syntaktische Einheiten. Bei mir ist das jetzt Doppelpunkt-Doppelpunkt, weil das ist wie ein C++ und damit kann ich umgehen. Und wir sagen quasi, suche in dem Namensraum M nach dem Namen A. Und auf die Weise kann man zuerst das M referenzieren und dann hier in dieses A reingraufen und kann diese Referenz aufbauen. So, jetzt haben wir hier unten aber noch das Problem. Manchmal ist das auch ganz weit weg. Ja? Also da kennt man den relativen Pfad dazu nicht. Deswegen braucht man, wenn man dieses Konzept hat, auch noch so einen impliziten Wurzelnamensraum. Das heißt, man muss dem alleräußersten Namensraum, also da, wo die alleräußersten Namensräume drin sind, auch noch irgendwie einen Namen geben. Ja? Und das ist bei mir jetzt, wenn hier vor dem Doppelpunkt, Doppelpunkt nichts steht, dann sind wir quasi am Wurzel dieses Baums. Ja? Und Sie können sich vorstellen, diese Namensräume, die sind ja irgendwie hierarchisch aufgebaut. Sie können sich als Dateibaum vorstellen und anstatt Slashes oder Backslashes, wie bei Windows, verwenden wir einfach Doppelpunkt, Doppelpunkt als Trenner. Und wir können relative Pfade haben, das ist das, was wir hier oben haben, oder wir können absolute Pfade haben. Und wir können diese absoluten Pfade, die nennt man dann auch einen vollständig qualifizierten Namen, weil wir können diesen Namen hier nehmen, wir können den einfach überall ins Programm reinwerfen und er meint immer das Gleiche, die gleiche Deklaration. Ja? Während dieser Name hier, der ist relativ, ja, weil der hier diese erste Komponente über diese Closest Nested Scope Rule auflöst, deswegen hat dieser Name in einer anderen Stelle im Programm, kann der eine andere Bedeutung haben, kann der zu einer anderen Deklaration auflösen. Das hier ist ein universeller Name, deswegen vollständig qualifiziert. Und dieses beides zusammen, die implizite Namensauflösung und die expliziten Namensräume, das findet sich schon in manchen Programmiersprachen genau in dieser Form. Zum Beispiel in C++
Das, was ich hier als dieses letm eingeführt habe, das gibt es dort auch. Da heißt das Ganze Namespace. Ja, also das Konstrukt von Namespace. Also wenn wir einfach diese Ersetzung durchführen, dann können wir das Beispiel, was wir hier gemacht haben, einfach ganz genau so in C++ übersetzen. Wir haben Namespace n, wir haben Namespace m und da drin haben wir unser a. Können wir direkt übersetzen. So, jetzt haben wir allerdings ein weiteres Problem geschaffen, nämlich manchmal haben wir die Situation, dass diese expliziten Namensauflösungspfade verdammt lange werden. Ja, also wir machen dann Doppelpunkt, Doppelpunkt und dann der Namensraum in dem Namensraum, in dem Namensraum. Und dann wird es immer tiefer und länger und niemand möchte das in seinen Programmcode reinschreiben müssen. Ja, und wenn Sie eine Programmiersprache haben, wo das die schwierig zu bedienen ist, die hässlichen Code erzeugt, dann werden die Leute das nicht verwenden. Die werden einfach alles in einen Namensraum klatschen, ja, ohne drüber nachzudenken, dass es irgendwie die Programmstruktur Vorteile hat. Und deswegen wäre es schön, wenn wir Namen aus dem anderen Namensraum in gewisser Weise importieren können. So, und da gehen wir jetzt her und überlegen uns, wie wir das machen könnten. Wir sagen erstmal, naja, jeder Namensraum, der hat verschiedene Namensmengen. Ja, zum Beispiel die Namensmenge der direkt deklarierten Namen, dieses ND. Das sind alle Namen, die genau in diesem Namensraum deklariert sind. Zum Beispiel hier dieser äußerste hat ein ND von A und M, weil wir hier diese Deklaration und diese Deklaration haben. Das sind die beiden Namen, die hier direkt deklariert sind. In diesem Namensraum von hier bis hier ist B und C deklariert. Deswegen hat er die Namensmenge. Und hier unten haben wir einen anderen Namensraum, der jetzt Namen aus diesen anderen Namensräumen referenziert. So, und wir sehen, ist hässlich, ne? Das wollen wir nicht haben. Und deswegen führen wir ein neues Konstrukt ein in unserer Sichtbarkeit, in unserer Sprache. Und das neue Konstrukt ist der Import von Namen. Wir wollen nämlich einfach sagen, ich habe hier diesen langen Pfad, der eine Namensdeklaration aus einer anderen Stelle benennt. Importiere mir den in meinen Namensraum, füge den zu meiner Menge der deklarierten Namen hinzu. Wie wir das machen, ist, wir führen hier ein zusätzliches Keyword ein, dieses Import. Das bekommt hier hinten einen Pfad, zum Beispiel einen absoluten Pfad. Meint hier nämlich, importiere mir den Namen A aus dem Namespace N, ja, das ist genau hier oben dieser Name, und mach den hier in meinem Namensraum bekannt. Das kann man dann auch noch tiefer schachteln oder man kann auch sagen, ja, tu mir nicht nur einen Namen, sondern alle Namen aus diesem Namensraum hier rein importieren und damit kann man in seinem Programm die Namen kürzer machen. Und das kennen Sie, so wie es ist, schon aus relativ vielen Programmiersprachen. Also in Python schreiben wir auch regelmäßig Import, um Module zu importieren. Das ist genau so ein Mechanismus. Ja. Häufig geschehen aber diese Importe auch nicht explizit, indem da jemand Import hinschreibt, sondern auch implizit durch andere Sprachregeln, wie zum Beispiel Vererbung. Wenn wir in Java von der Klasse erben, dann werden ja die Variablen, die in einer anderen Klasse definiert werden als die Felder, werden ja bei uns sichtbar. Das heißt, wir importieren die Namen aus der Elternklasse bei uns, um die hier sichtbar zu machen. Und je nachdem, ob unser Import jetzt in die Menge der direkt deklarierten Namen reinschreibt oder die der. Ah, ja, okay, es hat kurz gestockt. Oder in die implizit sichtbaren Namen. Kann man auch sagen, ist das Import transitiv oder nicht? Also das Import, was ihr jetzt hier gezeigt habt, das schreibt in diese ND-Menge rein, aber es könnte auch sein, dass ein Sprachentwickler sagt, ich möchte, dass das, was importiert wird, nicht von einem anderen nochmal importiert werden kann. Ja? Das heißt, da kann man sich aussuchen, möchte man, dass die Importe transitiv sind oder nicht. In unserem Fall, wenn sie transitiv sind, dann würde hier der Import aus dem X-Sternchen, der würde auch genau dieses B hier oben enthalten, weil wir das importiert haben. Würde unser Import in die Menge der implizit sichtbaren Namen gehen, dann wäre das nicht der Fall. Und auf die Weise können wir unseren Namensraum erweitern, ohne noch mehr Namen direkt reinzuführen, sondern einfach sagen, von da, die Namen, die hätte ich auch alle gern. Aber wenn wir jetzt so ganz viele Namen in unseren Namensräumen haben, dann haben wir ja das Problem, naja, irgendwie ist das ja schon blöd. Da sind viele Namen, da kann man drauf zugreifen. Aber eigentlich wollen wir doch auch sowas wie Information Hiding haben, dass wir sagen, so ein Namensraum, der hat irgendwie ein Interface, wo von außen auf den Namensraum zugegriffen werden kann, aber er hat auch interne Namen, die nur innen verwendet werden können. Ja? Um zu sagen, ja, die kann ich beliebig ändern, ohne das Interface kaputt zu machen, kann meine Implementierung ändern.
aber es gibt ein Interface, wie andere mich verwenden können. Und das führen wir in unserer Sprache, in unserer Namensraumsprache so ein, dass wir die Möglichkeit bieten, die Sichtbarkeit einzuschränken. Wir fügen zu jeder Deklaration ein weiteres optionales Attribut ein, nämlich hier dieses i. Und dieses i, das ist dafür da, dass wir sagen, dieser Name, der ist intern, der ist privat sichtbar und der soll nur noch über die implizite Namensauflösung, das heißt über diese Closest Nested Scope Rule gefunden werden können und nicht mehr von außen über den absoluten Pfad erreichbar sein. Und auf die Art und Weise kann man eben genau diese Trennung zwischen von innen erreichbar und von außen erreichbar auftrennen, dass man sagt, wir verbieten explizite Namensauflösung für den Namen und dann haben wir Information Hiding gemacht, dann haben wir ein Interface definiert, nämlich alles, was extern ist. So, wie sieht es dann in unserer Sprache aus? Wir haben hier dieses Modul M oder diesen Namensraum M und da drin deklarieren wir den Namen A, aber wir deklarieren den irgendwie intern. So, wenn wir den von innen referenzieren, kein Problem, ja, das ist weiterhin erlaubt, aber wir können jetzt außen nicht einen expliziten Namen erzeugen, der über den Namen des Namensraums hier reingreifen kann. Und auf die Art und Weise können wir diese private Sichtbarkeit haben. Die werden dann noch zusätzlich bei Importen übersprungen. Und das ist zum Beispiel die Art und Weise, wie private Variablen in Java quasi abgebildet werden. Die haben eine interne Sichtbarkeit in ihrem Namensraum. Und ich sehe, wir haben eine Frage, deswegen würde ich Tobias bitten, mir die Frage zuzuspielen. Genau, die Frage ist, ob man auch Namen importieren kann, die im aktuellen Namensraum schon vergeben sind. Ja, das ist eine gute Frage. Was würde denn dann passieren? Das kann eine Sprache eigentlich entscheiden, wie sie das möchte. Also das ist genauso eine, manche Sprachen sagen, die werden überschrieben. Also in Python wäre das zum Beispiel der Fall. Ja, du machst einen Import mit dem neuen Namen, den gab es vorher schon, kein Problem, dann meint er jetzt was anderes. Wenn du das in Java machst, dann würde er dir sagen, den Namen gab es schon, das ist jetzt blöd. Ja, also das ist eine Designentscheidung von der Sprache. Aber es ist genauso einer der Knackpunkte, die man da so treffen kann. Das ist eine gute Frage. Ja, also Designentscheidung der Sprache. Ich denke, das beantwortet die Frage, ne? Das beantwortet die Frage und damit sind doch alle Fragen geklärt. Dankeschön. So, und jetzt wollen wir uns mal hier ein Fallbeispiel anschauen. Ah, nein, noch kein Fallbeispiel. Ich war eine Folie zu schnell. Wir machen nicht nur, dass wir direkt an den Namen dieses Attribut reinschreiben können, sondern wir sagen, naja, wenn wir das hier an den Namensraum innen in den Namensraum reinschreiben, dann ist das das Default-Attribut für alle Namen in dem Namensraum. Also das hier führt genau zu demselben. Und wir sagen dann, naja, in so einem Namensraum, wo per Default alles intern ist, da fügen wir auch noch ein, dass wir einzelne Namen exportieren können, um quasi so ein Interface zu haben. Also per Default sichtbar und per Default unsichtbar können wir auf die Art und Weise in unserer Sprache einstellen. Und jetzt gehen wir mal her. Und wir schauen uns jetzt tatsächlich ein Fallbeispiel an, nämlich wie das in Java mit Packages aussieht. Weil Packages sind in Java sowas wie, auch wie Namespaces, ja. Und wir haben hier oben das Package N, also wir haben eine Datei, wo die Klasse A deklariert wird und wir haben ein Package N. Und das übersetzt sich direkt in unsere Namensraumsprache so, dass wir hier den Namen von dem Package aufmachen und sagen, naja, aber innerhalb von dem Package ist per Default erstmal alles private. Also nur von innen heraus sichtbar. Das heißt, alle Elemente hier drin kriegen so eine private Sichtbarkeit. Und wir geben diesem Namespace, ja, hier diesen Namen. So. Hier drinnen haben wir dann zusätzlich die Klasse A, aber die tun wir public deklarieren, womit wir hier so ein Let bekommen, was eine externe Sichtbarkeit angibt. Wir deklarieren hier den Namen A, aber innerhalb von der Klasse ist per Default auch erstmal alles private. Ja, also wenn ich nichts dazu schreibe, dann ist es nur von innen sichtbar. Und hier drin kann ich dann noch so eine weitere Funktion deklarieren. Das ist auch eine neue Namensdeklaration. Hier dieses F1, das ist die Funktion, die da drin deklariert wird und die ist auch von außen sichtbar. Und wenn ich jetzt hier ein zweites Package aufmache und hier was importiere, ja, also Java verwendet hier an der Stelle den Punktoperator anstatt mein Doppelpunkt, Doppelpunkt, dann können wir diesen Namen A, diese Klasse A, von hier oben importieren. Damit wird er hier unten sichtbar. Wir können hier unten A Doppelpunkt Doppelpunkt schreiben und auf die Funktion zugreifen, die hier oben bzw. hier drüben ist. Und das geht, weil der ja hier als von außen erkennbar, von außen sichtbar deklariert ist, hier mit diesem E-Attribut. Zusätzlich sehen wir hier auch, ja, Funktionen sind auch irgendwie Namensräume, ne?
Also, weil wir haben in Funktionen haben wir auch sowas wie lokale Variable, aber man kann jetzt nicht von außerhalb von einer Funktion auf eine lokale Variable zugreifen. Das heißt, die haben auch irgendwie eine interne Sichtbarkeit. So. Und wie das mit Funktionen weitergeht, das werden wir uns im Weiteren noch anschauen, aber damit hätten wir den Teil der statischen Namensauflösung erstmal hinter uns gelassen. Kann es das sein, dass mein Video heute ein bisschen stockt? Oder ist es nur in meinem OBS so? Das ist ja unerfreulich. Ich habe auch gerade einen Stoppen gesehen. Okay. Ich hoffe, es ist nicht zu schlimm. Genau. Damit hätten wir die statische Namensauflösung hinter uns gelassen. Und jetzt wollen wir uns anschauen, wie wir da ein bisschen mehr Dynamik reinbekommen. Ja? Wir schauen uns jetzt nämlich die dynamische Namensauflösung an. So. Wie haben wir das bisher gemacht? Wir haben bisher gesagt, naja, zu einem Namen finden wir erstmal nur die Deklaration, ja, im Compiler. Wir haben aber noch nicht gesagt, dass wir tatsächlich die Adresse von dem Objekt ausrechnen wollen, was hinter dieser Deklaration steht. Das haben wir deswegen auch ausgelassen, weil, naja, es ist erstmal so, dass nicht zu jedem Zeitpunkt ein Name wirklich mit dem existierenden Objekt verbunden ist, sondern das passiert erst im Laufe der Zeit, dass hinter Namen auch tatsächlich Objekte sind. Und diese Zeitpunkte, wann an den Namen ein Objekt gebunden wird, das nennt man die Binding Time. Ja? Und die Binding Time, da gibt es ganz unterschiedliche Stellen. Das ist der Zeitpunkt, wo Name und Objekt miteinander verbunden werden. Und der frühestmögliche Zeitpunkt, wo an einen symbolischen Namen ein tatsächliches Objekt gebunden werden kann, das ist zur Compile-Zeit, also zur Übersetzungszeit. Wenn zum Beispiel der Übersetzer die Adresse von dem Objekt bereits kennt zur Übersetzung, dann braucht er in dem Programmcode ja nicht mehr irgendwie Code einfügen, der die Adresse ausrechnet, sondern sagt einfach 0x1000. Ladespeicher von 0x1000. Ja, das ist der frühestmögliche Zeitpunkt, wenn im Compiler schon feststeht, was ist eigentlich hinter dem Namen gemeint. Speicherbereich von einer Hardwarekomponente. Das ist ganz selten, dass man echte Compile-Time hat bei so Objekten. Das nächste, was man haben kann, ist nämlich zum Beispiel die Link-Time. Häufig ist es nämlich so, dass der Übersetzer selber den symbolischen Namen der Variable nimmt und noch in den Assembler als symbolischen Namen reinfügt. Und der Linker, also der das ausführbare Programm zusammenbaut, ja, der tut erst tatsächlich die Adresse ausrechnen. Zum Beispiel bei Funktionen oder bei globalen Variablen ist das der Fall, dass der Linker festlegt, wo liegt das Objekt und erst dann wird es ja auch bekannt, welche Adresse hinter dem Namen steht. Weil da wird erst der Name und das Objekt miteinander verbunden, die Adresse wird festgelegt. Oder es kann zum Beispiel erst passieren, wenn das Programm in den Speicher geladen wird, wenn also die Load-Time stattfindet. Wenn wir zum Beispiel eine Code aus der Bibliothek aufrufen, dann wird diese Bibliothek an irgendeine Stelle im Speicher geladen und erst wenn das passiert ist, können wir tatsächlich diese Namensauflösung haben. Deswegen gibt es da so eine Art Load-Time-Binding, wenn die Bibliothek geladen wurde beim Starten des Prozesses. Und das Letzte, was wir haben, was am variabelsten ist, das ist das Runtime-Binding, wo wir an einen Namen erst zur Laufzeit ein Objekt binden. Zum Beispiel bei lokalen Variablen in Funktionen ist es so. Oder wenn wir ein Objekt vom Heap allokieren. Ich meine, die Adresse von dem Heap-Objekt, die steht erst fest, wenn wir das malloc halt aufgerufen haben. Das heißt, vorher macht es noch keinen Sinn, darüber nachzudenken, was die Adresse davon sein könnte. So, und das sind unterschiedliche Zeitpunkte. Und es ist jetzt so, wenn wir uns die Adressberechnung anschauen, dann kann die Berechnung von der Adresse, die hinter einem Namen steht, immer erst dann passieren, wenn die Binding Time auch abgelaufen ist. Ich meine, wenn die Adresse noch nicht feststeht, was willst du ausrechnen? Also wenn kein Objekt assoziiert ist, dann braucht man keine Adresse ausrechnen. Aber es ist so, wir können einen Teil der Adressberechnung bereits im Vorfeld machen. Wir können eine partielle Namensauflösung durchführen, wo wir teilweise Berechnungen vorziehen, wo wir quasi Code erzeugen, der die Berechnung dann durchführen wird. Und das wollen wir uns jetzt mal im Beispiel anschauen. Wir haben hier ein Stück C-Code, wo wir eine Struktur definieren. Hier dieses Struct Foo, die hat zwei Elemente, ein A und so ein Pointer. Und wir legen eine globale Variable an mit diesem Typen. Das habe ich hier in dieser verkürzten Schreibweise gemacht, weil sonst ein bisschen der Platz ausgeht. Das heißt, wir haben ein Objekt, hier dieses Object, und das hat den Typ Struct Foo. So, und was wir jetzt hier haben wollen, ist, wir wollen diesen Pointer in diesem Objekt, dieses P, einmal dereferenzieren. Das habe ich hier sehr explizit hingeschrieben, dass ich gesagt habe,
Object.p und den Pointer einmal dereferenzieren mit dem Sternchen. Das heißt, auf den hinter den Pointer zugreifen. Und hier drüben habe ich jetzt mal die gesamte Berechnungsvorschrift aufgeschrieben für diese Namensauflösung. Und zu welchem Zeitpunkt was feststeht, das schauen wir uns jetzt an. Das erste, was feststeht, ist, an welcher Stelle innerhalb von so einem struct foo steht denn dieses p. Ja, der Compiler überlegt sich, wenn er das übersetzt für ein struct, wo relativ zum Anfang des Objekts liegt denn dieser p-Pointer. Jetzt nehmen wir mal an, das hier wäre 4 Byte lang, dann würde dieses p an Offset 4 beginnen. Aber wir wissen jetzt immer noch nicht, wo dieses Object denn tatsächlich jetzt liegt. Es könnte sein, also dann ist es so, weil es eine globale Variable ist, die nicht initialisiert wird, dass das Ganze im BSS-Segment landet und, ja, das war eins zu schnell, und wir aber bei der Linktime schon festlegen können, wo relativ zum Beginn des BSS-Segments wird denn dieses Objekt später liegen. So. Mit diesen beiden Wissen hier, mit dem Offset und dem Offset von dem Object, können wir schon sagen, egal wo dieses BSS-Segment später im Speicher liegt, relativ zum Beginn vom BSS-Segment 0x204, dort ist die Speicherstelle, die uns interessiert an der Stelle. So. Da, wo es hingeladen wird, das wird vielleicht erst zur Load-Time entschieden. Erst wenn wir die Binärdatei in den Speicher laden. Und wenn das soweit ist, dann hier, zum Beispiel wird es an 0x1000 geladen, dann können wir die Adresse von diesem P tatsächlich ausrechnen. Dass wir nämlich erstmal sagen, die beiden Sachen addieren wir und sagen, das ist die Adresse von dem Object Foo, 0x1200. Und dann können wir noch das Offset drauf addieren, um an das Feld innerhalb des Objects zu kommen, 0x1204. Und diese Adresse können wir jetzt nehmen, um den Pointer hier zu dereferenzieren. Das heißt, wir schauen in die Stelle rein, 0x1204, und finden, an der Stelle im Speicher, da steht 0x2000. Und das ist dann die Adresse von dem eigentlichen Objekt, was wir gemeint haben. So, und erst wenn das abgelaufen ist, ist die Adressberechnung vollständig durchgegangen, wenn wir diese 0x2000 hier in der Hand haben. Und dann können wir hier was anderes reinschreiben, weil wir hier eine Zuweisung machen wollen. So, und es ist so, diese beiden Sachen hier oben, die stehen erst zur Laufzeit bekannt. Also, weil es könnte ja zur Laufzeit noch irgendwie, dieser Pointerwert könnte sich ändern. Ich könnte ja da nicht 0x2000 reingeschrieben haben, sondern 0x3000. Aber diese unteren Sachen hier, die stehen irgendwie schon so vor der Laufzeit fest. Und man kann es so ein bisschen zusammenfassen, dass man sagt, naja, all die Sachen, die irgendwie so ein bisschen statisch sind, die nicht Runtime sind, da kann man sagen, ja, das ist irgendwie Compile-Time, das kann das Programm nicht wirklich beeinflussen, weil das liegt nur an der Toolchain. Das liegt daran, wo wird das Programm hingeladen, wie entscheidet sich der Linker, die Objekte im BSS-Segment anzulegen und wie sind die Offsets. All das ist irgendwie von der Toolchain abhängig. Deswegen sagen wir, das sind so statische Konstanten. Ja, und in der statischen Namensauflösung, da können wir solche statischen Konstanten berechnen und vorberechnen. Aber was tatsächlich im Speicher steht, das wissen wir erst zur Laufzeit. Und deswegen machen wir diese Vereinfachung, dass wir sagen, Compilezeit ist das hier, Laufzeit ist das hier oben. Und mit diesem Wissen, dass wir da dynamisches Wissen und statisches Wissen zusammenbekommen, gehen wir jetzt nochmal zurück und überlegen uns, können wir das irgendwie in unsere statische Namensraumsprache mit dazufügen, so, als Konzept. Und deswegen schauen wir uns, was wir bisher haben. Wir wollen jetzt instanzierbare Namensräume machen. Also Namensräume, die man quasi wie Klassen instanzieren kann. Das ist so das Bild, aber jetzt mal ganz allgemein gesprochen. Das haben wir gesagt, es gibt von jedem Namensraum genau eine Instanz. Ja? Das heißt, wie hier in dem Beispiel von dem Namespace, wenn wir hier eine Variable deklarieren, dieses a, dann gibt es hier genau ein int-Objekt in dem gesamten Programm, was diesen Namen trägt, was wir über n:a zugreifen können. Und deswegen ist die Adressberechnung ja auch eindeutig, wenn es nur ein Objekt davon gibt. Dann können wir das zur Compilezeit ausrechnen. Aber wir wollen ja jetzt hergehen und das Ganze instanzierbar haben. Und was wir deswegen machen ist, wir sagen, naja, wir nehmen diese Namensräume, dieses n zum Beispiel, und wir erlauben, dass wir die mehrfach instanziieren. Dass wir quasi den Inhalt des Namensraums nochmal unter einem anderen Namen bekannt machen. Und zur Laufzeit unterscheiden wir dann zwischen den beiden anhand von dynamischen Informationen, zum Beispiel von Pointerwerten.
Wie sieht das in unserer Namensraumsprache aus? Beziehungsweise jetzt schauen wir uns erstmal an, ja, wir schauen uns an, wie das in C aussieht. Hier das Beispiel, wo wir solche instanzierbaren Namensräume in C kennen. Wir haben hier so eine Struct N, da sind zwei Namen drin. Wir legen zwei Objekte an, die Instanzen dieses Namensraums sind. Und die sind unter dem Namen Object A und Object B verfügbar. So, und was wir jetzt lernen ist, wir können den Object A.A hinschreiben und Object B.A und das referenziert irgendwie auf die gleiche Deklaration, weil es referenziert ja auf genau das hier, ja, also auf diese Deklaration, aber das meint unterschiedliche Objekte im Speicher. Das heißt, da muss noch zusätzliche Informationen reinkommen, dynamische Namensauflösung. So, Java unterscheidet syntaktisch nicht zwischen statisch und dynamisch. Die nehmen immer den Punktoperator und wir machen aber, dass der Punktoperator hier diese dynamische Namensauflösung so macht, dass er quasi hier ein Object auf der linken Seite hat, also einen instanziierten Namensraum und rechts einen statischen Namen. So ein bisschen Vorgriff, auf was kommt. Er wird die Adresse von dem Objekt nehmen und einen gewissen Offset drauf addieren. So, das instanzierbare Namensräume. Und diese instanzierbaren Namensräume, die sind auch wieder ein Schlüsselkonzept in der Informatik, weil wir jetzt einen Namensraum hernehmen können und wir können den als Blaupause verwenden, um weitere Namensräume zu instanziieren. Ja, das ist super, weil wir dann mehrere Objekte haben, die innen irgendwie gleich aufgebaut sind, aber echt unterschiedliche Objekte sind und unterschiedliche Instanzen von Variablen beinhalten. Und diese instanzierbaren Namensräume, die gibt es an ganz, ganz vielen unterschiedlichen Ausprägungen. Eine davon ist in Programmiersprache, es gibt es aber auch in anderen Sachen. So Docker-Container sind auch sowas wie Namensräume. Da wird sowas Ähnliches wiederverwendet. So, wie bauen wir das in unsere Namensraumsprache ein? Jetzt aber richtig. Ja, wir sagen weiter, ne, wir machen hier oben diesen Namensraum N, wir lassen ihn irgendwie anlegen, aber wir führen eine Syntax ein, dass wir den instanzieren können. Wir machen das so ein bisschen wie in Java, dass wir sagen, ja, hier runde Klammern dahinter, das macht eine Instanz davon und wir binden den an diesen Namen Object A. Und zusätzlich sagen wir bei der Deklaration, hier, da fehlen noch dynamische Informationen, das erfordert dynamisches Wissen, dieses Object A hier aufzulösen. So. Und dann kann man jetzt eben hier schreiben, N Doppelpunkt Doppelpunkt A, das meint die originale Deklaration ohne weiteres dynamisches Wissen. Oder wir schreiben Object A Doppelpunkt Doppelpunkt A, das meint dann über diesen dynamischen Pfad aufgelöst die gleiche Deklaration, aber ein anderes Objekt im Speicher, nämlich das, was bei dieser Instanzierung hier erzeugt wurde. So, und an der Stelle hatte ich mir überlegt, weil wir jetzt ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte der Veranstaltung haben, dass wir mal versuchen, 5 Minuten Pause zu machen für alle. Und dann können sie alle sich noch mal ein Glas Wasser holen und dann geht's weiter mit den instanzierbaren Namensräumen. Währenddessen passiert nichts, auch keine Fragen beantworten. Aber sie können sich Fragen überlegen. Na, Tobias, was hältst du von instanzierbaren Namensräumen? Sehr spannend. Die sind tatsächlich sehr cool. Und gleich kommt auch eine Folie, die ich besonders cool finde, weil da bei mir ich lange gebraucht habe, bis ich da so eine Erkenntnis hatte über diese instanzierbaren Namensräume. Und mit dem Wissen, wie das so funktioniert, war das weniger verwirrend. Ich bin gespannt. Ich finde die Countdown-Folie. Das ist übrigens kein gestagter Cliffhanger. Wir haben das nicht vorher abgesprochen. Das steht hier auch auf Einsätzen, die ich sagen soll. Ja. Ganz genau. Ja, stimmt, wir brauchen noch GEMA-freie Fahrstuhlmusik. Sehe ich gerade im Chat. Ja, ich bin halt kein Musiker, ne? Man könnte natürlich das Congress-Theme nehmen. Ich glaube, das ist Creative Commons. Das ist ja kein Problem. Das würde auch so ein Gefühl von daheim machen, wenn man die Congress-Pausenmusik nehmen würde. Weißt du, was total prall wäre? Wenn ich jetzt den Timer in diesem PDF-PC anhalten könnte. Und dann? Wäre einfach nett.
wüsste ich weiterhin, wie lange ich hier noch brauchen darf. Ach so, du meinst den Ja, weil Präsenter-Timer. so Okay. ein paar haben wir noch, so ein paar Folien. Nicht, dass du wieder überziehen musst. Also ich habe jetzt Pause gemacht, damit habe ich dir noch den Freifahrtschein für überziehen, oder? Stimmt, 5 Minuten Pause heißt Viertelstunde überziehen. Ja, ich finde auch, das ist fair. Tatsächlich sehe ich hier gerade, ich habe 59 Frames gedroppt. Also irgendwas ist passiert. Irgendwelche Frames habt ihr nicht bekommen. Gut, auf die Dauer sind 59 aber noch in Ordnung. Ja, ich finde auch okay. Könnte noch besser sein, aber wer weiß, an was das jetzt liegt. Minuten noch. Das ist verlang, so 5 Minuten. Aber gut, kann ich ja auch mal austrinken. So ist ja nicht. Na, wenn ich aus der Vorlesung hier komme, meine Stimme ist völlig im Eimer. Ja, das kenne ich. Man sich nicht vorstellen, so 90 Minuten reden ist total anstrengend. Ich glaube, du musst das Label der Flasche noch mehr in die Kamera halten, wenn du diesen Influencer-Kram besser machen möchtest. Ja, war jetzt wirklich nicht Absicht, aber ich habe halt einfach keine anderen, ne? Also, ich könnte hier noch so leere Bierflaschen hochdingsen, aber war ganz gut. War ein ganz gutes Bier. Erzähle ich jetzt aber nicht, welches das es war. Wir müssen das jetzt nicht weiter übertreiben mit dem Influencer-Scheiß. Übrigens, dadurch, dass du jetzt angefangen hast, Pausen zu machen, es wird die Nachbearbeitung aufwendiger, weil du diese 5 Minuten aus der Mitte rausschneiden musst. Sonst haben die Wieso? Leute, die Ja. die Aufzeichnung gucken, auch 5 Minuten Pause. Ja. So. Also. Also ich bearbeite diese Aufzeichnung nicht nochmal. Wenn du das machst, bitte. Aber ich bearbeite die nicht nochmal. Ich habe übrigens die letzten Aufzeichnungen nochmal mit der Tonspur gefixt. Das heißt, es sollte jetzt auch Tobi in der Tonspur erkennbar sein, hörbar sein. Ich habe einfach die falsche Tonspur gelöscht. Ah, okay. Und eine Stimme aus dem Off hat mir gesagt, dass man mit P den Timer im PDF-PC pausieren kann. Ja, das ist jetzt ein Danke, Björn. bisschen spät. Die Nachricht kam auch schon vor einer Minute. Danke, dass du mir die natürlich gleich weitergeleitet hast. Tatsächlich. Kann man. Naja, fürs nächste Mal. Wir machen das mit der Pause ja vielleicht noch häufiger. So, kann ich den jetzt auch 5 Minuten zurückdrehen? Nee, ne? Puh. Naja. Vielleicht hole ich ihn ja wieder ein, den Timer. Oder auch nicht. Ich darf auch nicht vergessen, die Folien wieder auf Folien zu klicken, ne? Sonst können die Leute hier meinen fertigen Timer anschauen. Was passiert denn? Bleibt der bei 0 stehen oder? Ah, nein, nein, das ist noch viel besser. Sei gespannt. Ja. Ich erwarte Konfetti und ähnliches. Naja, vielleicht sei nicht ganz so sehr gespannt. Übertreiben wir es mal nicht. Na gut. Also es ist wirklich nicht so aufregend. Ich bin jetzt aber voll gespannt. Ja, ich merke das. Ich merke das. Weißt du, ich klicke jetzt ganz schnell weg. Tada! So, fangen wir an. Machen wir weiter. Mit unserer Vorlesung. Es sind währenddessen scheinbar keine Fragen aufgelaufen. Und deswegen schauen wir uns jetzt an, wie diese instanzierbaren Namensräume so ein bisschen an Leben bekommen. Das war jetzt ein sehr abstraktes Konzept. Und eine Beichte des Dozenten erstmal. Ich habe Static lange nicht verstanden, was das soll. Ja. Was da technisch irgendwie passiert, wenn man das so verstehen kann. Also, ich habe ja dieses Programmieren nicht gelernt, dadurch, dass ich ein Buch in die Hand genommen habe, sondern dass ich so lange Quatsch in den Compiler geworfen habe, bis er gesagt hat, es hätte gepasst. Und irgendwann dann habe ich mal ein Buch gelesen. Und wie funktioniert Static? Und das ist jetzt so. Wenn man in so einer Sprache wie C++ oder Java gibt es ja das Keyword Static für Klassenvariablen, also für Methoden. Und generell ist es so, wenn man so ein Feld hat, wird das relativ zum This-Pointer des Objekts aufgelöst. Ja? Das heißt, man hat hier so eine Situation, dass man hier so zwei ineinander geschachtelte Klassen hat und hier drinnen hat man diese Int A-Variable, dieses Int A-Feld. Hier wird gleich ein Element angelegt, was den Typ I hat. Das heißt, das ist so ein Object I und wir legen außen so ein Object O an. In der Namensraumsprache sieht das jetzt erstmal so aus, dass wir hier einen äußeren Namensraum haben, der ist irgendwie, hat
hat eine interne Sichtbarkeit und in dem wird alles dynamisch aufgelöst. Und der andere, da wird auch alles dynamisch aufgelöst, das heißt relativ zu irgendeinem Zeiger, in dem Fall zu dem This-Zeiger von dem jeweiligen Objekt. So. Und hier drin noch externe Sichtbarkeit, dass wir auch von außen drauf zugreifen können. So, und was jetzt quasi passiert bei der dynamischen Namensauflösung, wir haben hier zum Beispiel so einen Auflösungspfad Object O.ObjectI.A. Was jetzt passiert, wir rechnen ein gewisses Offset aus diesem Ausdruck, aber da fehlt noch dynamisches Wissen, was wir irgendwie mit reinbekommen müssen. So, und das Einzige, was jetzt quasi passiert, wenn wir hier ein Static davor schreiben, ja, wenn wir hier ein Static davor schreiben, dann unterbrechen wir hier diesen Fluss von dem dynamischen Wissen. Dann sagen wir, es wird einfach kein dynamisches Wissen verwendet bei dieser Namensauflösung, sondern es gibt nur noch ein Objekt hinter diesem A. Egal über welchen Pfad, über welchen This-Pointer, das man jetzt kommt. Ja? Das heißt hier, dieser Name hat so ein Static und egal wie viel man normalerweise bräuchte hier um an dynamischen Informationen, wir sagen, das ist alles egal, alle Pfade hier schauen wir uns nicht die Instanzen an, nicht das Object O, sondern wir nehmen hier O.I.A und lassen dieses mit Einnehmen von dynamischem Wissen einfach ganz raus. So. Das Gleiche ist, wenn man statische lokale Variablen in C und C++ hat. Ja, also wenn ich in C++ hier so eine Static-Variable in der Funktion hinschreibe, normalerweise ist es so, bei Funktionsaufrufen, da hat man jedes Mal neue lokale Variablen und die behalten ihren Wert auch nicht. Und das ist so am Anfang so ein bisschen, warum machen die das nicht? Ja, aber wenn man Static davor schreibt, dann machen die das plötzlich. Ja, dann kann man hier so einen Counter definieren, der so eine statische Variable hat und die tut man dann hochzählen und mit jedem Aufruf von Counter kommt da ein höherer Wert raus. Und das liegt daran, weil hinter diesem I nicht für jeden Funktionsaufruf ein neues I-Objekt erzeugt wird, sondern es ist immer das Gleiche, weil wir hier die statische Auflösung präferiert haben. Das ist, wie diese statischen Felder funktionieren. Und weil wir uns jetzt schon so ein bisschen mit Funktionen angeschaut haben, wollen wir da nochmal genauer reingucken. Wie ist es eigentlich mit Funktionen und lokalen Variablen? Ja, also wir haben ja schon ein bisschen angedeutet, Funktionen öffnen in ihrem Rumpf einen eigenen Namensraum. Also, weil da sind ja irgendwie geschweifte Klammern hinten und innerhalb von einer Funktion können wir lokale Namen erzeugen. Zusätzlich kommen noch irgendwie die Parameter, die werden auch mit rein importiert in diesen Namensraum, also die sind auch sichtbar und man kann das so ein bisschen übersetzen, dass man sagt, naja, hier, das ist F1, das können wir so sagen, na, das ist hier so Namensraum F1 und da deklarieren wir diesen Namen L für den Parameter L und den können wir dann hier auch referenzieren. Das heißt, Parameter bei Deklaration werden Namen innerhalb der Funktion und nach CSMR würde das funktionieren. So, jetzt ist aber die Frage, wie ist das eigentlich, wenn man jetzt so eine rekursive Funktion hat? Ja, meint dann hier dieses L immer das gleiche Objekt hier? Oder ist es für jeden Funktionsaufruf ein anderes? Oder wie sieht das aus? Ja, also statisch ist klar, das meint die gleiche Deklaration. Das meint immer die gleiche Parameterdeklaration, aber vielleicht meint es ja nicht das gleiche Objekt, die gleiche Adresse. Das heißt, da müssen wir uns anschauen, was passiert, wenn ich innerhalb von der Funktion nochmal die Funktion aufrufe. Hier ganz klassisch Fakultätsfunktion. Das zweite ist, was ein bisschen komplizierter ist, was darauf dann aufbauend ist, ist die Frage nach geschachtelten Funktionen. Kann ich hergehen? Könnte ich in der Sprache sowas sagen wie, ich definiere eine Funktion außen und dann definiere ich eine Funktion innerhalb der Funktion und die referenziert dann Namen, die hier außerhalb sind. Was passiert dann und was meint das überhaupt für die Namensauflösung? Schauen wir uns aber zunächst an, wie das für Rekursion aussieht und dann schauen wir uns hier diese geschachtelten Funktionen an. Aber bevor wir das machen, machen wir zuerst die Frage. Genau, die Frage bezieht sich auf die Folie davor mit dem Counter. Ja. Und zwar lautet die Frage, ob der Counter nicht jedes Mal wieder auf 0 gesetzt wird. Nein, wird er nicht. Das ist in C so definiert, dass die Initialisierung von statischen Variablen, wenn sie in der Definition ist, nur einmal passiert. Deswegen ist das Beispiel okay. Aber ja, es sieht ein bisschen so aus, als würde das jedes Mal passieren, aber die rechte Seite von der statischen Definition wird nur einmal ausgeführt. Ich denke, das beantwortet die Frage. Ja. So, wie sieht es aus mit Function Call Frames? Und
Function Call Frames und dieses Namen in lokalen Variablen, das ist ganz direkt mit Rekursion verbunden. Ja, also finden wir Rekursion immer doof, ja, aber es ist wichtig. Und früher, ganz früher, hatten wir keine Unterstützung für rekursive Funktionen, zum Beispiel in Fortran 77. Hat sich aber herausgestellt, naja, Computer Scientists sind halt irgendwie auch Mathematiker und die wollen immer ein Fibonacci ausrechnen und das ist halt so doof, wenn man keine Rekursion hat. Ja, und deswegen, also nein, nicht nur deswegen, hat sich herausgestellt, Rekursion ist doch irgendwie nett. So. Was wir jetzt machen, ist, dass wir sagen, Funktionen werden instanzierbare Namensräume. Und wenn wir eine Funktion instanzieren, dann muss es irgendwo ein Objekt geben, einen Namensraum, wo dann tatsächlich die Daten sind und das nennen wir den Callframe. Und jedes Mal, wenn wir eine Funktion aufrufen, dann erzeugen wir einen neuen Callframe. Und in diesem Callframe, da speichern wir dann auch die lokalen Variablen. Und jetzt rufen wir erstmal diese Fakultät mit dem Argument 3 auf und erzeugen einen Callframe. Und in diesem Callframe legen wir Platz an, wie in der Struct, das kann man sich vorstellen, wie so ein Objekt, wo wir diese 3 reinspeichern von dem Parameter und zusätzlich auch Platz für diese lokale Variable schaffen. Das nennen wir das Callframe-Objekt. Und immer, wenn wir innerhalb dieser Funktion sind, und wir den Namen n haben, dann wissen wir, na, aus diesem Namen n finden wir raus, ah, das ist die erste Variable im Callframe. Zusammen mit dem Wissen, wo ist der aktuelle Callframe, können wir dann den Wert von diesem n tatsächlich zugreifen. Aber jetzt kommen wir dahin, dass wir Fakultät nochmal aufrufen. Wir eine Rekursion machen und wir jetzt Fakultät mit dem Wert 2 aufrufen, also n-1. Und was da passiert ist, es wird ein zweiter Callframe allokiert. Es wird ein zweites Callframe-Objekt allokiert und wir fangen wieder von oben an und der hier, der bleibt quasi an der Stelle von dem Aufruf stehen und wird erst später fortgeführt, wenn das innere Fakultät tatsächlich aufgerufen wird. So. Dieses Fakultät ist jetzt so, das ist ein anderes Callframe-Objekt. So. Wenn jetzt hier n verwendet wird, dann meint es jetzt das untere n, ja? Weil wir immer den obersten Callframe, den aktuellen Callframe nehmen und relativ zu dem die Referenzen auflösen. So, es geht dann weiter, dass wir hier so eine weitere Fakultät haben und das dann auffüllen können. So, wenn wir in so einer einfachen Sprache sind, wie in C, dann ist es so, diese Callframe-Objekte, die müssen wir nicht auf dem Heap allokieren, sondern die legen wir alle einfach auf den Stackspeicher dicht hintereinander drauf. Das ist sehr effizient zu implementieren, aber das allgemeine Prinzip, dass wir bei jedem Funktionsaufruf so einen Callframe instanzieren, das bleibt. So, wie läuft das Beispiel hier weiter? Der Stackpointer zeigt immer auf das aktuelle, auf den aktuellen Callframe und jedes Mal, wenn wir so ein n ausführen wollen, die Adresse berechnen wollen, verwenden wir den Stackpointer quasi als thisPointer für den aktuellen Callframe und rechnen darüber die Adresse von unserer lokalen Variable aus, wo die tatsächlich im Speicher liegt. So, letzter Rekursionsschritt, wir machen Fakultät hier von Fakultät 0, da wird es n dann 1. Und wir liefern zurück hier den Wert 1 und schreiben das in den Callframe hier oben rein. Das wird dann multipliziert, die beiden hier miteinander multiplizieren, hier in dem Return. Dann geben wir hier diese 1 zurück, schreiben hier eine 1 rein, 1 mal 2 gibt eine 2. Das kommt hier raus und wenn wir den letzten Schritt unserer Rekursion auflösen, dann kommt das Ergebnis raus und wir haben am Ende das Ergebnis 6 gehabt, haben währenddessen 4 Callframes angelegt und 8 Variablen geschrieben, also relativ aufwendig. So, und jetzt sehe ich, dass wir eine Frage haben, die möchte ich jetzt beantworten. Genau, die Frage bezieht sich noch auf das Static und zwar, ob man Static auch mit einem Single-Instruct vergleichen kann. Also, Singleton ist ja so ein Konstrukt, weil meine Programmiersprache leider keine globalen Variablen kann und deswegen muss ich mir die irgendwie zusammenfrickeln, ja, über statische Variablen. Um Singleton zu implementieren, brauche ich ja auch in Java sowas wie statische Variablen. Aber vom Endergebnis kommt das Ähnliche raus, nur dass das Singleton ein sehr high-leveliges Konstrukt ist und das Static eher die Art und Weise, wie man Singleton implementieren würde. Aber vergleichbar. Ich denke, das beantwortet die Frage. Ja. So, das ist die Geschichte mit den rekursiven Funktionen. Also wir haben da eine dynamische Namensauflösung und wir verwenden immer den aktuellen Stackpointer als thisPointer des Callframes. Und mit dem Wissen können wir jetzt mal hergehen und können uns überlegen, wie schaut denn das aus, wenn wir sowas wie geschachtelte Funktionen haben wollen würden? Ja? Manche Sprachen, vor allem so Skriptsprachen, die erlauben einem sowas. Ja?
Die erlauben einem, dass man Funktionen in Funktionen deklarieren kann. Aber dann stellt sich die Frage, wie ist denn das hier mit dem Binding und mit der Namensauflösung? Also, wo kommt denn diese Variable überhaupt her? Also, wir haben jetzt hier ein Beispiel, wo wir eine äußere Funktion haben, die deklariert und definiert eine Variable x. Und wir haben eine innere Funktion, die irgendwie auf die zugreift. Die wird hier nach der Deklaration hier reingeschrieben. Und noch schlimmer, wir geben diese Funktion zurück und geben dem irgendjemand anders diese innere Funktion in die Hand und sagen, ah, da, die darfst du aufrufen, mit der darfst du irgendwas machen. Was passiert jetzt, wenn wir das hier ausführen? Weil wenn wir inner ausführen wollen, dann brauchen wir immer so ein Callframe-Objekt von dem Outer. Das muss ja irgendwo herkommen. Aber eigentlich ist das Outer ja schon beendet, weil das Inner kann ja hier rausflüchten. Also was passiert, wenn wir hier das Outer ausführen? Callframe wird erzeugt. Wir rufen jetzt mal Outer mit 10 auf. Ja, das heißt, wir haben hier drei Variablen. Init, x und diese Inner-Variable, dieser Inner-Name, der irgendwann auch gebunden wird. Das ist auch wie ein Name. Ja? Und was jetzt eben passiert, wenn wir in diesem Callframe drin sind, wir gehen jetzt her und definieren uns jetzt hier diese Funktion inner. Und diese Funktion inner, wenn wir die definieren, dann wird ein sogenanntes Clojure-Objekt erzeugt. Und dieses Clojure-Objekt, das fängt diesen Funktionsrumpf von dieser Funktion ein. Ja, das ist, hier hat es den Body von was dann mal ausgeführt werden soll. Und da sind so symbolische Namen drin, wie dieses x. Und zusätzlich ist in dem Clojure noch so ein Caller-Pointer drin. Und dieser Caller-Pointer, der zeigt auf den Callframe, in dem es definiert wurde. Und auf die Art und Weise, über diese Kante, können wir dieses x auflösen. Das heißt, wenn wir diese Clojure aufrufen, dann kann dieses x aufgelöst werden, weil wir hier die Adresse hierüber berechnen können. Dynamische Namensauflösung. Und dieses Inner, da, das zeigt genau auf dieses Clojure. Deswegen können wir das jetzt hier zurückgeben. Und wenn wir hier fertig sind mit dieser Outer-Funktion und das Ergebnis in eine Variable geschrieben haben, dann sieht es so aus, in diesem f, diese globale Variable, die zeigt jetzt auf dieses Clojure-Objekt. Und dieses Clojure-Objekt, das kann man jetzt aufrufen. So, und wenn man das aufruft, ja, dann stellt sich ja die Frage, dieses x, na, wir haben gesagt, das können wir jetzt auflösen hier drüber. Aber was passiert jetzt hier, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir rufen dieses Clojure-Objekt dreimal hintereinander auf. Also die verhalten sich wie Funktionen und dann greifen die auf den Speicher in dem Callframe hier oben zu. Es ist wichtig, dass die Funktion Outer gar nicht mehr läuft. Ja? Die ist längst abgeschlossen. Also die Funktion, die dazu geführt hat, dass dieser Callframe erzeugt wird, die ist längst vorbei. Aber das Objekt bleibt weiterhin im Speicher. Wird in JavaScript auf dem Heap allokiert. So, beim ersten Mal, wenn wir das hier ausführen, wenn wir x gleich x plus 1 machen, dann wird hier eine 11 reingeschrieben. Und wir geben hier an der ersten Stelle eine 11 zurück. Wenn wir das nochmal aufrufen, wird das hier eine 12. Und wenn wir es nochmal aufrufen, haben wir eine 13. Und das Ergebnis ist, dass hier, wenn wir diese drei Funktionen hintereinander aufrufen, die wie beim Counter dreimal hintereinander unterschiedliche Werte zurückliefern. Das heißt, wir haben hier eine Funktion erzeugt, die Zustand hat. Ja? Also die einen inneren Zustand hat, den wir von außen auch gar nicht mehr zugreifen können und die den aber verwenden kann. Die kann den rumreichen. Die ist eine zustandsbehaftete Funktion. Das gibt es in vielen dynamischen Programmiersprachen und sowas wie JavaScript verwendet man das auch ganz häufig als Konstrukt. Damit wäre ich für die dynamische Namensauflösung auch am Ende und würde jetzt zu den überladenen Funktionen kommen, wenn es keine Fragen gibt. Nein? Okay. Dann machen wir jetzt weiter. Wir schauen uns jetzt überladene Funktionen an. Und bevor wir das machen, möchte ich nochmal auf Pointer eingehen, weil das führt direkt dazu, dass man diese uneindeutigen Namen auflösen kann. So. Wir haben gesagt, Namensauflösung, was macht die? Die findet das Objekt, was hinter dem Namen steht. Wenn wir das vollständig machen, wenn wir da nicht nur die partielle Namensauflösung machen, sondern auch noch die Adressberechnung durchführen. Wir finden das Objekt, was dahinter steht. Und mit dem Wissen im Hintergrund könnte man sagen, so ein Zeiger, der ist ja eigentlich das Ergebnis von der vollständigen Namensauflösung. Das heißt, wenn man einen Zeiger erzeugt, dann macht man irgendwie eine Namensauflösung und anstatt das Objekt zu verwenden, nimmt man die Adresse von dem Objekt und speichert sie weg. Das heißt, das ist quasi das Gleiche. Und deswegen gibt es in C zum Beispiel hier diesen Und-Operator, der kriegt ein Und dann irgend so einen Namen, den er auflösen kann. Ja? Und anstatt das Objekt zu verwenden,
gibt er die Adresse von dem Objekt zurück und den können wir irgendwo hinschreiben. Und dieses Ergebnis, dieses eingefrorene Ergebnis, das können wir dann verwenden, um mit dem Sternchen-Operator tatsächlich auf dieses Objekt zugreifen zu können. Ne? Also hier kleines Beispiel in C. Wir legen struct n an. Wir erzeugen ein Objekt hier von diesem struct n. Und dieses Objekt, da können wir jetzt die Adresse ausrechnen, machen jetzt hier die Namensauflösung für das Objekt, dann kommt irgendeine Adresse raus, je nachdem, relativ zum BSS, relativ zu sonst was, ja, aber irgendwann kommt hier eine Adresse raus und die speichern wir jetzt in diesen Pointer hier rein. Und dann ist es so, dass anstatt, dass wir Object.var schreiben, könnten wir jetzt auch diesen Pointer dereferenzieren und würden dann, ja, diese Namensauflösung nachholen, weiter fortführen, um jetzt wirklich das Objekt zu verwenden und könnten jetzt hier auf dieses var zugreifen. Und das kann man dann auch mit, dass man Teile von dem struct irgendwie referenziert, dass man hier irgendwie einen Pointer auf dieses var nimmt und dann da reinschreibt. Und was wir damit haben mit so diesen Zeigern ist, dass wir eine Situation haben, wo wir mehrere Namen erzeugen. Ja, also wir haben jetzt hier den Namen Object und wir haben diesen Namen Sternchen Pointer. Ja, also diesen Ausdruck. Und die zeigen jetzt aber auf das gleiche Objekt. Ja, also wenn wir hier so ein Objekt anlegen, ja, von diesem struct n, da schreiben wir, das waren 3 rein, dann haben wir den Originalnamen, wo die Definition den angelegt hat, der zeigt weiterhin da drauf. Aber wir haben auch diesen Pointer, der da drauf zeigt und das gleiche Objekt referenziert. So. Das sind erstmal Alias. Die werden uns nochmal auf die Füße fallen, wenn wir optimieren wollen. Ja, also wenn zwei Pointer das gleiche Objekt anfassen, dann könnte es sein, dass ein Objekt verändert wird, ohne dass wir es merken. Ja, das wird bei Optimierung nochmal sehr spannend. Aber wenn wir hier eine n zu 1 Beziehung haben, stellt sich ja auch die Frage, würde das eigentlich Sinn machen, dass wir eine 1 zu n Beziehung haben? Also könnte das nützlich sein, dass wir einen Namen haben, zum Beispiel hier dieses fun, und das zeigt auf mehrere Objekte, zum Beispiel auf 2 unterschiedliche Funktionsobjekte, auf 2 Function Bodies, die wir aufrufen können. Vielleicht bearbeitet der eine davon ein Integer und der andere ein Float. Wäre das irgendwie nützlich? Ja, das ist eine Frage, die man stellen kann. Und ohne dass Sie es gemerkt haben, habe ich Sie jetzt zu der Situation gebracht, dass wir über Überladung sprechen. Ja, und wir hatten letztes Mal, als wir über Typen gesprochen haben, ja schon über Inklusionspolymorphismus und parametrischen Polymorphismus gemacht. Ich hatte Ihnen versprochen, Überladung kommt in dieser Veranstaltung. Und deswegen schauen wir uns das an. Das ist eine weitere Form des Polymorphismus, unterscheidet sich aber grundlegend von den anderen beiden, weil wir hier einen Ad-Hoc-Polymorphismus haben. Und was das genau bedeutet, das sehen wir im Verlauf der Beschäftigung damit. So, vorneweg. Ja. Diese Gedankenspiel, dass es zu einem Namen mehrere Objekte geben könnte, das ist Quatsch. Ja. Denn es muss immer eindeutig sein, welches Objekt gemeint ist. Wenn wir eine Adresse ausrechnen wollen, können wir nicht sagen, ja, also lad mal von der Adresse oder von der Adresse, sondern wir müssen uns ja auf eins festlegen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wenn die Namensauflösung vollständig fertig ist, muss es genau ein Objekt, eine Speicherstelle geben, wo das Objekt wirklich liegt. Das heißt, das wird auf jeden Fall eindeutig werden. Es gibt nur während der Namensauflösung so eine gewisse Ambivalenz, dass es mehrere Namen geben könnte. Dem wollen wir uns jetzt nähern. So. Was wir nämlich machen ist, wenn wir überladene Funktionen haben, dann nehmen wir nicht nur den Funktionsnamen, das als Teil des Namens, sondern was wir auch machen, ist, wir nehmen die Signatur von diesem Funktionsnamen und fügen die an unseren deklarierten Namen hinzu. Das heißt, wenn wir hier 3 überladene Funktionen deklarieren, ja, dann tun wir auch in unserer Sprache nicht einen Namen deklarieren, sondern wir deklarieren tatsächlich 3 und die sind alle unterschiedlich voneinander. Und auf die Art und Weise bleibt das Ganze auch eindeutig. Ja, also alle Deklarationen sind weiterhin eindeutig, aber wir lernen auch, wenn wir jetzt isNeck irgendwo hinschreiben, das ist nicht mehr ausreichend. Wir brauchen noch mehr Informationen, um tatsächlich jetzt zu wissen, welche dieser 3 Funktionen wollen wir aufrufen. Und deswegen schauen wir uns bei überladenen Funktionen den Kontext an, in dem der aufgerufen wird. Ja, das heißt, dieses isNeck, je nachdem, in welchem Kontext es aufgerufen wird, also mit welchen Parametern, das meine ich hier mit Kontext, wird eine andere überladene Funktion ausgewählt. Und genau dieses in dem Kontext wird es entschieden, das ist genau dieser Ad-Hoc-Teil des Polymorphismus. Also wir entscheiden erst,
an der Aufrufstelle, welche wollen wir denn jetzt? Das ist nicht generisch, sondern es ist ganz konkret für diese Situation, welches ISNEC wird aufgerufen. Und wir machen das, indem wir quasi sagen, ja, wir erzeugen hier aus dem Aufruf, aus diesem XNEC-Value, eine Signatur und sagen, naja, der Parameter ist ja String und deswegen können wir hier diese Referenz, ja, ISNEC-String machen und damit können wir dann das hier oben auch zuordnen, welche von denen gemeint ist. Da müssen wir aber jetzt zusätzlich noch irgendwie Typinformationen mit reinbekommen und deswegen wollen wir uns jetzt mal anschauen, wie so eine Namensauflösung so schrittweise durchzuführen ist, wenn wir überladene Funktionen haben. So, was wir als erstes machen, wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass wir ein monomorphes Typsystem haben, also nichts mit Vererbung und dem ganzen Geraffel, Polymorphismus. Wir haben nur überladene Funktionen und ein monomorphes statisches Typsystem. Das bedeutet, dass alle Typen echt unterschiedlich sind. Also kein Typ ist kompatibel mit dem anderen. Es gibt keine Typkompatibilität. Typen sind gleich oder nicht. Ja? So, wir haben jetzt hier eine Situation, wo wir hier eine Aufrufstelle haben von diesem F und wir hier ganz viele Überladungsfunktionen haben. So, da sind irgendwelche definiert, deklariert und hier oben ist nochmal eine deklariert. Und wir wollen jetzt herausfinden, welche von denen soll denn jetzt tatsächlich genommen werden. Ich sehe, wir haben gerade eine Frage, die würde ich vielleicht vorher beantworten. Tobias. Genau, die Frage ist noch zu der isNEC-Function. Und zwar, wie das Ganze funktioniert, wenn man einen Function-Pointer übergibt. Also woran dann festgestellt wird, auf welche dieser Funktionen der Function-Pointer zeigt. Naja, dass man einen Function-Pointer auf eine überladene Funktion macht. So verstehe ich die Frage, ja. Ja, da, also entweder deine Sprache verbietet dir sowas und sagt dir, ich kann halt keine Adresse ausrechnen, oder man muss quasi einen Teil von dem, was auf der nächsten Folie kommt, dynamisch durchführen. Ja, dass man dynamisch sagt, ja, okay, hier der Function Pointer, wir wissen, ja, das, wenn wir einen String, also wir tun nicht nur einen Function Pointer dann rumreichen, sondern alle drei. Ja, und erst an der Aufrufstelle von dem Pointer wird entschieden, welche von den dreien verwendet wird. Also sowas kann man machen. Das ist aber fummelig. Das ist aber eine gute Frage. Also das ist so ein Randfall, wo genau das hier ein bisschen kaputt geht und wo man in C++, glaube ich, auch so ein bisschen Handstände im Compiler machen muss, damit das gut funktioniert. So, aber zurück zu unserem Overload-Set. Ja. Wir wollen diesen Namen auflösen und das Erste, was wir machen, ist, wir bestimmen das Overload-Set. Das heißt, wir nehmen wir suchen erstmal alle sichtbaren Deklarationen und was wir machen, wir brechen hier ab, wenn wir das erste gefunden haben. Wir suchen dieses F, wir gehen von innen nach außen, ja, nach unseren Regeln und finden diese drei Deklarationen. Es gäbe hier außen noch eine, aber wir sagen, naja, wir brechen hier drinnen ab. Und genau, dass wir hier abbrechen, in Java gibt es einen ganz diffizilen Unterschied darüber, ob man eine Funktion überlädt oder ob man sie überschreibt. Also wenn man in der Unterklasse eine Methode definiert, die in der Überklasse nicht definiert ist, dann löscht man das ganze Overload-Set. Also da gibt es so, genau aus dem Grund, weil wir hier nicht weitergehen, so ein Artefakt, dass man manchmal sagt, manchmal das Problem hat, dass das Overload-Set gelöscht wird und man dann alle nochmal neu definieren muss. Ja? Ja, neu deklarieren muss, die man haben will. So, okay, wir haben jetzt alle Funktionen rausgefunden, die prinzipiell in Betracht kommen könnten. Und was wir dann jetzt machen, ist, wir sagen, wir fragen das Typsystem, wie sehen denn die Signaturen von diesen Funktionen aus? Ja? Das Typsystem sagt dann, ja, das hier sind die Parameter, die wir haben. Das ist ein Int-Int, Double String. Und hier unten, wir rufen das Ganze auf mit einem F von String. Ja, das wird mit dem statischen Typen String aufgerufen. Und damit gehen wir jetzt mit diesem Typinformation, gehen wir her und filtern dieses Overload-Set weiter. Und das Erste, was wir machen, ist, wir streichen alle die raus, die einfach zu viele Argumente haben. Also es macht ja auch überhaupt keinen Sinn, die aufzurufen, weil wir könnten ja die Argumente nicht herzaubern. Das heißt, die fallen weg. Und weiterhin, weil wir ein monomorphes Typsystem haben, können wir sagen, naja, die Typen müssen ganz genau gleich sein und deswegen schränkt sich das weiter ein. Und das hier zeigt dann genau auf dieses S-String hier oben. Wir haben unsere Überladung aufgelöst und die statische Namensauflösung ist tatsächlich möglich. Und ich sehe, wir haben noch eine Frage. Genau, es ist eher ein Nachtrag zur letzten Frage. Eine andere Möglichkeit, das Problem zu lösen, ist natürlich auch, dass man am Function Pointer einfach die Parametertypen
anschreibt. Ja, also man könnte quasi in dem, also wenn man jetzt unsere Wunschsprache erfinden würde, dann könnte man sich überlegen, dass wenn man einen Pointer von einer überladenen Funktion nehmen will, dass man dann nicht nur den Funktionsnamen hinschreiben muss, sondern auch die Parametertypen, welchen das man haben will. Das wäre durchaus möglich. Genau, ist halt jetzt hier in dem Beispiel nicht der Fall. Ist in dem Beispiel jetzt einfach nicht der Fall, aber ja, könnte man sich durchaus überlegen. So, eigentlich würde ich jetzt noch was zu Operatorüberladung sagen, aber weil wir auch ein bisschen fortgeschritten sind in der Zeit, werde ich das jetzt auch ein bisschen überspringen. Ja, können Sie sich im Skript anschauen. Im Prinzip ist es das gleiche wie das, was wir schon mal gehabt haben. Hauptsächlich lernt man, dass Operatoren sehr, sehr fancy Funktionsnamen sind. Also Operatoren sind Funktionen mit komischen Namen. So kann man sich das zusammenfügen. Und man kann nämlich jeden Infix-Operator auch als so eine Art Funktionsaufruf hinschreiben, wo man hier ein Plus davor macht. Und der Rest von der Überladung, der folgt einfach direkt daraus. Deswegen überspringen wir das. Und wir schauen uns jetzt lieber an, wie sieht es eigentlich aus, wenn wir sowas machen, dass wir eine Programmiersprache haben, die Überladung haben soll, aber die auch sowas wie Vererbung haben soll, also die so Inklusionspolymorphismus miteinander hat. So. Wie können wir diese beiden Konzepte miteinander verbinden? Ja, oder was gibt es dann da für Artefakte, die dann auftreten können? Und zunächst mal wollen wir uns erinnern, also, aus dem vorigen Folio haben wir schon gesehen, Subtyping ist eine Form des universellen Polymorphismus. Ja, das heißt, wenn wir erben, dann ist die Kindsklasse ein Subtyp von der Elternklasse und die Subtypen, die sind typkompatibel mit den Elternklassen. Also wir haben das letzte Mal nicht nur Typgleichheit eingeführt in der letzten Vorlesung, sondern auch Typkompatibilität, wo man die einsetzen kann, anstatt dessen, wo man so eine Substitution durchführen kann. Das heißt, wenn wir ein polymorphes Typsystem haben, haben wir Typkompatibilität und damit kriegen wir eine Uneindeutigkeit in der Sprache und die müssen wir irgendwie auflösen, wenn wir Namensauflösung betreiben wollen. Das heißt, da müssen wir nochmal über Namensauflösung nachdenken. Da gibt es jetzt zwei Fälle, die man haben kann. Das erste ist, dass wir Uneindeutigkeit an der Deklarationsstelle haben. Ja, also wir haben hier oben zwei Funktionen, die überladen sind, ja, gleiches Funktionssymbol, aber unterschiedliche Parameter. Und einmal nehmen wir die Überklasse und einmal nehmen wir die Unterklasse. Und was wir jetzt machen hier unten ist, die Unterklassen, dieses Subtypes, die sind kompatibel mit den Basetypes. Das heißt, hier dieses S, das würde in beide passen, aber welchen von beiden sollten wir denn jetzt aufrufen? Es würde beides gehen, ist uneindeutig. Das heißt, wir müssen uns entscheiden. Was wir da machen werden, gehe ich noch genauer darauf ein, wir müssen so eine Art Spezifität ausrechnen. Welche von den beiden überladenen Funktionen passt denn besser zu meinem Funktionsaufruf? Und das Zweite, was ein bisschen ähnlich aussieht, nee, irgendwo habe ich jetzt, ich sehe hier vier Folien auf einmal. So, und ich war kurz verwirrt, welche dieser Folien Sie gerade sehen. Okay. So, also wir müssen die Spezifität ausrechnen. So, an der Aufrufstelle haben wir ein ähnliches Problem, aber da ist es so, was ist jetzt, wenn man hergeht und sagt, naja, also wir haben jetzt auch wieder so eine überladene Funktion, na, ähnlich wie hier drüben, aber zusätzlich haben wir noch die Situation, dass wir hier eine Variable haben, die den statischen Typ der Überklasse hat, also B ist. Und aber in dem Ding, in dem Pointer, lebt ein Objekt vom Typ S. Und jetzt rufen wir diese F-Funktion auf. Und jetzt ist die Frage, sollte die obere Funktion verwendet werden, weil das ist ja eine B-Variable, mit der wir das aufrufen, oder sollte die untere Funktion verwendet werden, weil wir rufen es ja mit einem S-Objekt auf. Ja? Und da gibt es eben die Situation, dass der statische und der dynamische Typ von der Variable nicht zusammenpassen. Und dann stellt sich die Frage, welche von beiden sollen wir nehmen? Und da kommen zum dynamischen Dispatch. Aber jetzt wollen wir uns erstmal anschauen, wie das mit der Spezifität aussieht. Also das heißt, wenn wir mehrere Funktionen haben, die irgendwie alle so ein bisschen passen, aber eine von denen passt vielleicht besser. Hier auf der Folie sehen wir jetzt erstmal so eine Vererbungshierarchie. Wir haben eine Basisklasse, ganz viele Unterklassen. Was in denen drin ist, ist völlig egal. Es geht jetzt nur darum, den richtigen Aufruf zu finden. Wir haben eine Aufrufstelle, wo wir das mit S11, S2 und B aufrufen und wir haben diese drei Funktionen, die mögliche Kandidaten sind. Die haben zumindest schon mal alle die gleiche Stelligkeit, die können eben alle drei Argumente, aber die haben unterschiedliche Typen, die sie erwarten an ihren Parametern.
Was wir jetzt machen ist, wir rechnen für jede dieser Funktionen einen Maluswert aus und sagen, okay, umso höher der ist, umso schlechter ist es. Das heißt, wir suchen den mit dem niedrigsten Maluswert. Und die Intuition dahinter ist, umso mehr Casts man irgendwie braucht, um von der Aufrufstelle zu der Funktionsdeklaration zu kommen, umso schlechter ist es, ja, und umso schlechter ist die Spezifität. Das heißt, wir gehen her und wir schauen jedes Argument hier an. Ja, und schauen in der Vererbungshierarchie an, wie viele Hops sind die auseinander. Ja, das heißt, wie oft muss ich casten, um von S11 nach B zu kommen. In dem Fall haben wir hier einen Malus von 2. Ja, das heißt, das passt schon ziemlich schlecht. Das ist schon maximale Tiefe in unserer Vererbungshierarchie. Ja, für das zweite Element haben wir hier auch ein B und dieses S2, ja, das ist schon näher dran. Da haben wir hier nur eine Differenz von 1 und das letzte hier, das würde ein B erwarten. Das passt ja perfekt. Und um den Malus auszurechnen, tun wir jetzt einfach diese, wie oft müssen wir casten, aufaddieren und kriegen den Malus raus. Ja, sagen, diese Funktion, die würde passen, aber die hat einen Malus von 3. Also wird gehen, aber geht vielleicht noch besser. So, bei der zweiten Funktion ist es jetzt so, ja, die ersten beiden, die würden schon ziemlich gut passen, ja, so, sogar noch ein bisschen besser als hier oben. Aber das letzte, da wird ein Integer erwartet. Wenn wir uns die Vererbungshierarchie hier anschauen, Integer kommt da nicht vor. Und dieses B-Objekt, das ist einfach nicht typkompatibel mit Integern. Und deswegen machen wir hier einen unendlichen Malus, um dieses Element hier aus unserem Überladungsset rauszukegeln. Damit sagen wir, ne, der ist es nicht. Der wird nicht klappen. Ja? Den Aufruf brauchen wir gar nicht erst probieren. So. Und beim letzten, da können wir das jetzt auch machen, da sehen wir, naja, hier, das passt perfekt, da müssen wir einmal casten von S2 nach B und hier müssen wir gar nicht casten. Das heißt, was wir jetzt haben, ist, wir haben zwei Kandidaten, der hier würde passen und der untere würde passen, aber nur einer der beiden kann ja genommen werden. Und wir nehmen jetzt den, der den besten hat und sagen, der mit dem niedrigsten Malus, der hat die höchste Spezifität und der wird tatsächlich aufgerufen. Super, ja. Und damit kann man dann sehr, sehr fein steuern, wenn man sich dieses Mechanismus bewusst ist, welche überladene Funktion in welchen Situationen aufgerufen wird. Aber gerade dieses Zusammenspiel, dass alle Parameter irgendwie beachtet werden müssen, das führt manchmal so zu Überraschungen, wenn man sehr komplexe Vererbungshierarchien gebaut hat. Damit kann man sich hervorragend in den Fuß schießen. So, jetzt aber die Frage, was passiert eigentlich, wenn zwei Funktionen, obwohl sie unterschiedliche Deklarationen haben, gleich gut passen? Also ich habe jetzt hier mal diese obere Signatur geändert, sodass die oben besser passt. Ja, also wir haben hier ein S1 und ein S2. Das passt perfekt. Da müssen wir jetzt noch eins casten und die haben jetzt den gleichen Malus. Und jetzt könnte der Compiler nämlich nicht mehr entscheiden, welche dieser beiden soll ich denn jetzt nehmen. Und wenn so ein Compiler sich nicht klar ist, was er machen soll, dann wird er Ihnen das sagen. Und zwar lautstark. Er wird Ihnen sagen, also so können wir das nicht machen. Du kriegst einen Fehler von mir, zum Beispiel Ambiguous Overload ist das, was man dann bekommen würde. Und dann müssen Sie noch mal ran, müssen halt zum Beispiel durch den Cast genauer sagen, welcher von denen das ist. Also wenn Sie hier an der Stelle hier so einen Cast einfügen, dann verschieben Sie quasi die Baseline, gegen die verglichen wird, ein bisschen näher an das, was Sie eigentlich haben wollen. Und auf die Weise kann man die spezifischste Überladung auswählen. So, das ist das, wenn wir an der Deklarationsstelle Uneindeutigkeit haben. Aber ich hatte ja auch gesagt, es kann ja auch sein, dass wir in der Aufrufstelle eine Uneindeutigkeit haben. Ja? Also wenn wir eine Situation haben, dass wir hier ein Objekt haben, was in einer Variable mit dem Typen Base gespeichert wird, aber eigentlich den dynamischen Typen derived hat. Ja? Dann ist es so, dass dieses Object eigentlich zwei Möglichkeiten hat, wie wir uns entscheiden können. Also wir können nämlich einmal sagen, wir beachten den dynamischen Typen, ja, dann würden wir für die Überladungsauflösung folgende Signatur erzeugen: Funk derived. Das ist, wenn wir den dynamischen Typen anschauen würden. Wenn wir den statischen Typen anschauen würden, dann würden wir Base hernehmen. Ja. Also dann würden wir mit dieser Aufrufsignatur in die Geschichte starten. So. Das ist eine Entscheidung der Programmiersprache, welche der beiden Varianten gewählt wird und wie weit man damit geht. Ja, und das werden wir uns jetzt nochmal genauer anschauen. Bisher haben wir immer so getan, als normalerweise nimmt man den statischen Dispatch, weil da
kann man einfach hergehen und sagen, das kann man alles im Compiler ausrechnen. Man kann diese ganze Überladungsauflösung im Compiler durchführen und damit ist es super effizient. Ja? Das ist das, was man häufig haben will. Aber eigentlich will man ja das hier an dem Foo auch so, also aus Java kennen sie das anders. Ne? Und da gibt es nämlich den dynamischen Dispatch. Dynamischer Dispatch heißt, dass wir anstatt den statischen Typen zu beachten, hier auf den dynamischen Typen gehen. Jetzt ist es aber so, diese dynamischen Typen, die stehen ja erst zur Laufzeit fest. Das heißt, erst zur Laufzeit wissen wir ja, dass in diesem Base hier tatsächlich ein Derive drin ist. Das könnte ja ein Parameter sein, das könnte ja von sonst wo kommen. Das heißt, wir müssen hier zur Laufzeit irgendwie diese Namensauflösung nachholen und diese Überladungsauflösung nachholen. Was man macht, ist, man tut erstmal ein eingeschränktes Overload-Set ausrechnen. Ja, man sagt zum Beispiel, naja, wir wollen Funk aufrufen. Und wir speichern uns jetzt mal alle Funk-Function-Pointers weg, die es so gibt, mit all den Signaturen, die sie akzeptieren würden. So. Und was wir dann zur Laufzeit machen, ist, wir extrahieren beim dynamischen Dispatch die dynamischen Typen aller Argumente. Das heißt, zur Laufzeit machen wir das, was eigentlich der Compiler bei statischem Dispatch machen würde. Wir erzeugen diese Aufrufsignatur, funkDerived, und damit berechnen wir diese spezifischste Überladung. Das ist, wenn wir ganz allgemein dynamischen Dispatch machen würden. Und diese Methode, das zu machen, das heißt Multiple Dynamic Dispatch. Wenn man einen dynamischen Dispatch für jedes einzelne Argument machen würde, ja, das unterstützen nur ganz wenig Sprachen, weil diese Berechnung der Spezifität ist relativ aufwendig, haben wir gerade gesehen, das möchte man nicht für einzelne Funktionsaufrufe machen, aber das ist so der Ausgangspunkt, wie man versteht, wie es in Java zum Beispiel passiert. So, wie könnte man das in Python nachbilden, ja, diesen dynamischen Dispatch? Man hat ja so eine Funkfunktion und man kann dann mit so einer Is-Instance-Kaskade prüfen, ist es ein Derived, dann rufen wir ein Funk-Derived auf, ist es ein Base, dann rufen wir die F-Base auf, und wenn es keine von denen ist, dann sagen wir, das ist es nicht. Und an der Stelle sehen wir auch, ein Teil des Typ-Checkings wurde jetzt in die Laufzeit verschoben. Das heißt, bei Dynamic Dispatch kann es sein, dass es Laufzeitfehler geben könnte, wenn wir das falsch aufrufen und wir hier die falschen Typen reingeben. Das heißt, man kann es irgendwie simulieren. Was man bei den meisten Sprachen macht, ist nicht diese allgemeine Form des dynamischen Dispatch, wo man einfach anstatt die statischen Typen der Parameter zu nehmen, einfach die dynamischen Typen macht, sondern man macht so eine Mischform aus beiden, die man effizient implementieren kann. Und diese Mischform, die nennt man Single Dynamic Dispatch und die wird häufig von Programmiersprachen angeboten und in Java ist sie sogar der Default. Und dieser Single Dynamic Dispatch, der hat auch noch einen anderen Namen, das heißt virtuelle Methoden. Und virtuelle Methoden, in Java sind alle Funktionen per Definition virtuell. Da sieht es nämlich so aus, wir haben jetzt hier genau diese Situation, über die wir die ganze Zeit gesprochen haben. Wir haben eine Uneindeutigkeit an der Aufrufstelle und wir rufen hier das Base-Objekt auf, aber diesmal machen wir das hier auf die linke Seite. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wenn man hier virtuelle Methoden macht, dass das, was auf der linken Seite ist, wie das erste Argument, so ein implizites erstes Argument von der Funktion. Puh, das steht hier nicht so richtig drin, ja, aber wenn wir mal zurückgehen zu dem Python, da haben wir ja immer die Situation, dass man Methoden so ein Self-Parameter gibt, ja, diesen impliziten This-Pointer. In Java ist er halt unsichtbar, aber er ist trotzdem da. So. Und jetzt ist es so, dass wir quasi diese Foo-Methode an dieser Aufrufstelle, die würde drei Argumente bekommen. Den This-Pointer, den X-Pointer, also so eine X-Zahl und ein Y. Und was wir jetzt machen für diese virtuellen Methoden ist, an der Aufrufstelle gehen wir her und sagen, von dem ersten Argument, da nehmen wir den dynamischen Typen. Da gibt es einen Dynamic Dispatch. Aber für die anderen, da machen wir den statischen Dispatch. Ja, also da nehmen wir den statischen Typen von den Argumenten, wie sie deklariert sind. Ja, da machen wir nicht, welchen Typ hat es und rechnen es aus, sondern der Compiler kann es statisch vorberechnen. Ja. Und deswegen wird bei virtuellen Methoden nur ein Single Dynamic Dispatch auf dem ersten Argument gemacht, sagt man. Und das kann man dann viel effizienter implementieren, ja, über virtuelle Funktionstabellen. Ich habe Ihnen das im Skript nochmal ganz detailliert aufgeschrieben, wie das funktioniert, auch mit Beispielen, wie es in C++ funktioniert. Da kann man es nämlich sehr, sehr schön sehen. Und da ist es diese Mischform, die verwendet wird und die auch so allgemeine Anwendung bekommt. Ist aber eine Form von
von Überladung mit dynamischen Typen. Ja, das ist also nicht was prinzipiell anderes, sondern da passiert auch diese dynamische Überladung. In Java ist jede Methode per Default virtuell, in C++ genau andersrum, da muss man virtuell hinschreiben. Das ist wieder so eine Designentscheidung, die Sprachen treffen können. Und damit wäre ich auch am Ende dieser Vorlesung. Ich würde sagen, ich habe beinahe nicht überzogen, ja, also ungefähr die Pause. Und das wollen wir das Ganze nochmal zusammenfassen, was wir heute gelernt haben. Also das Erste, was wir gelernt haben, ist, Namen kommen in Programmiersprachen vor. Das sind symbolische und statische Objekte, Referenzen, die wir in unserem Programmcode hinschreiben können, wenn wir eigentlich Speicheradressen meinen. Und die Maschinerie des Übersetzers, des Linkers, des Loaders und der Laufzeitbibliothek, die führt dazu, dass wir diese symbolischen Namen verwenden können und die aufgelöst werden zu eben diesen Objektreferenzen. Wir haben Deklarationen, mit denen wir neue Namen einführen können in ein Programm, an einer gewissen Stelle, in einem Namensraum. Und diese Namensräume, die sind hierarchisch ineinander geschachtelt. Da gibt es dann Regeln, wenn man innerhalb von so Namensräumen andere Namen findet. Und man kann dann bei expliziter Namensauflösung so quer zum Baum einen Namen referenzieren oder einfach nur immer direkt nach oben mit impliziter Namensauflösung. Man kann importieren, die Sichtbarkeit einschränken. Diese Namensauflösung, die berechnet dann die Objektadresse. Das kann teilweise im Compiler passieren, teilweise aber auch erst, nachdem die Binding-Teil vorbei ist, wenn die Adresse wirklich feststeht, erst danach. Aber partiell kann es vorher gemacht werden. Das ist meistens, wenn wir die Variablen-Deklaration suchen. Wir haben auch darüber geredet, dass man Namensräume instanziieren kann, damit es mehrere Instanzen von einem Namensraum gibt und das an ganz vielen Stellen wiedergefunden. Also wir haben gesehen, dass wir so Laufzeitobjekte von Klassen und von Structs haben, aber wir haben auch darüber geredet, dass es sowas wie Function Calls Frames gibt, die eigentlich auch eine Variante von instanzierbaren Namensräumen sind und mit den geschachtelten Funktionen haben wir dann auch so ganz genau gesehen, dass das führt zu sehr praktischen Programmkonstrukten. Und im letzten Teil der Vorlesung haben wir uns dann mit den überladenen Funktionen auseinandergesetzt. Da wird nicht nur das Funktionssymbol verwendet, um den Namen zu finden, sondern wir tun auch noch die Typen der Argumente mit einbeziehen. Das können wir zum einen mit den statischen Typen tun, haben wir statischen Dispatch, oder wir können die dynamischen Typen nehmen, dann haben wir den dynamischen Dispatch. Und da haben wir auch noch uns angeschaut, wie das technisch funktioniert mit dieser Spezifität. So, und das wäre der Vorlesung vierter Teil. Und jetzt würde ich Tobi fragen, wie schaut es denn aus? Haben wir aktuell Fragen? Wir haben keine Fragen. Wir haben keine Fragen. Wenn das so ist und du auch, hast du dir eine Frage vorbereitet vielleicht? Ich habe mir keine Frage vorbereitet. Ach ja, vielleicht müssen wir uns das nächste Mal so eine Frage vorbereiten. Dann würde ich sagen, vorher. Dann beende ich die Aufnahme und wir gehen in die Aftershow, wo wir nichts Relevantes besprechen, sondern nur drum rumblödeln. Einwände? Keine Einwände, ich wollte nur das Klopf-Klopf aus dem Chat weiterreichen. Okay, danke. Vielen Dank.